Und damit hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel und einer ganz besonders alten Ausgabe. Und zu ganz besonders alten Ausgaben am Blätterabend begrüße ich auch einen ganz besonders alten Mitstreiter, nämlich Alexander. Hey, ich kann nichts hören. Ich glaube, du musst deine dein Hallo Selma. Hallo dein Selma. Hörgerät. Ich wollte jetzt einen auf alt und gebrechlich machen. Ja, genau, das habe ich verstanden. Wenn du mich jetzt schon so ankündigst. Komm du erstmal in mein Alter, da werde ich sowas von ablästern, das glaubst du gar nicht. Ja, das kannst du gerne machen. Das habe ich dann mit Sicherheit bis dahin auch verdient. Also das würde ich dir nicht mal übel nehmen. Ich sage das so provokant, weil ich habe also eine Happy Computer noch nie in meinem Leben gelesen. Und ich glaube auch viele dieser Spiele, die hier sind, überhaupt nicht mehr gespielt. Weil den C64 hatte ich ja, ich glaube, von 7 bis 10, bis ich 10 war oder 11. Mhm. Ich glaube, dann hatte ich danach meinen 386. Also sind die Erinnerungen da schon sehr verbleicht. Also ja. Vielleicht ja, kommt dir das ein oder andere wieder hoch, vielleicht nicht. Auf jeden Fall vermute ich mal, dass du den größten Teil der Erklärungen bestreiten wirst heute Abend. Das glaube ich auch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir reden ja hier über die Happy Computer, das Sonderheft, die Ausgabe Nummer 11. Und die ist, lass mich nicht lügen, die ist von, na, steht gar nicht drin. Nee. Doch, die muss von 85, nee, später. Steht gar nicht dran. Ich bin hier bei Kultboy und da steht es leider auch nicht drin. Das ist ja lustig. Ich weiß nicht, vielleicht steht es im Impressum. Gucken wir gleich mal. Da schauen wir mal gleich rein, ja. Kurz in den Chat gerufen, Snofru, Cherevo und Madral. Guten Abend. Und Madral, ähnlich wie du, Alexander, hat diese Ausgabe auch. Sehr schön, sehr schön. Und Hastur, ähnlich wie ich, hat sie nie gelesen. Gute ja, Voraussetzung, es gibt Schlimmeres. Oder? Ja, ja, aber das kriegen wir schon hin. Das wird super. Ich glaube auch. Als ich das Cover so das erste Mal überblickt habe, ist mir der Preis aufgefallen. 14 Mark, das ist schon nicht ohne, oder? Das stimmt, aber es gab ja nicht so viele Computerspiele-Zeitschriften damals zu der Zeit. Wenn man was über Computerspiele lesen wollte, musste man entweder in die ASM reinschauen oder halt in die 64er, die einen ganz kleinen Spieleteil hatte, und die Happy Computer, die schon einen etwas größeren Spieleteil hatte. Aber so kompakt in einer Zeitschrift, das war damals tatsächlich ein Novum. Und ich habe, glaube ich, diese Hefte alle mal gehabt, aber leider nie gesammelt. Bis auf dieses eine, das irgendwie übrig geblieben ist. Mein Vater hat mir irgendwann mal aus dem Keller eine Tüte mitgegeben nach Hause, also nach zu dem Ort, wo ich dann hingezogen bin. Und hat gesagt, hier, das sind noch alte Zeitschriften, soll ich die wegschmeißen oder nicht? Und ich so, nee, nehme ich mit. Da waren darunter PC-Player-Ausgaben von 97, 98 und halt diese eine alte Happy Computer Sonderausgabe. Sehr schön. Dann hat die sich irgendwie über die Zeit gerettet und ist auch die erste Happy Computer, die wir hier besprechen. Und das Zweite, das ist Madral auch aufgefallen, es ist natürlich, das sehen wir gleich, auch wirklich Test an Test. Also da wird nicht lange gefackelt. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir mit der zweiten Ausgabe eingestiegen sind und nicht mit der ersten. Weil in der ersten Ausgabe waren es nicht so richtig Tests, sondern mehr so Beschreibungen. Es gab zumindest am Ende des Tests, am Ende des Textes zu dem Spiel keine Wertung in dem Sinne, sondern ich weiß nicht, im Text gab es schon so ein bisschen eine Wertung dazu, aber halt so eine Übersicht, die gab es nicht. Und deswegen haben wir mit der angefangen, weil ansonsten Texte lesen im Stream ist immer ein bisschen aufwendig, das ist auch langweilig. Und so hat man dann immer eine schnelle Übersicht und kann dann nochmal kurz drüber diskutieren. Ja. Aber wir dürfen uns nicht erschrecken lassen über das Alter, weil die Spiele, die hier drin sind, gehören wirklich zu den Klassikern. Und ich bin mir sicher, Selma, dass da einige dabei sind, die du vielleicht nicht in der 64er-Version, aber zumindest dann in der Amiga- oder PC-Version später gespielt hast. Ja, Marble Madness oder denke ich mal, hier das kommt mir schon bekannt vor. Sehr schön, sehr schön. Ist das mit den Bildern der Redakteure? Ist es. Ich glaube, ja. Ist es. Ja. Weißt du noch, wie häufig die erschienen ist? Zwei, dreimal im Jahr. Mehr dürfte es nicht gewesen sein. Also es war wirklich eine Seltenheit.
Und ich habe mal gelesen, dass die wohl auch ein bisschen zu erfolgreich waren. Und eigentlich wollten dann Heinrich Lenhardt und Boris Schneider ein eigenes Heft machen. Und das durften sie dann nicht. Und waren dann gezwungen, in der Happy Computer immer die Rubrik weiterzumachen. So, ah, okay. Damit die Happy Computer sozusagen nicht mehr Käufer anlocken kann. Genau, genau. Ja. Weil das war die Hauptzeitschrift von Markt und Technik zu der Zeit. Neben dem 64er. Der 64er war ja wirklich spezifisch auf den 64er gemünzt, während die Happy Computer ja wirklich über alle damalige Systeme berichtet hat. Und da sollten wir irgendwann auch mal vielleicht exemplarisch mal eine Happy Computer uns mal raussuchen und da mal durchblättern. Aber das ist dann eher kein Spiele-Podcast dann mehr, sondern es wird eher dann ein Hardware-Podcast, ja. Ein Podcast wird es gar nicht, also. Ach ja, ich sag immer Podcast. Ich sehe mich ja nie. Da sind wir uns ja noch nicht einig, wie wir das technisch machen. Also über, ich glaube, bei so einem Blätterabend oder so wären wahrscheinlich so Kameras von uns gar nicht so schlecht. Ich glaube, dann kommt da noch mal eine nettere Stimmung auf. Aber müssen wir, da sind wir noch technisch nicht so weit, aber wir können das ja schon mal so ein bisschen ankündigen, oder? Ja, wir können es mal ausprobieren. Ich meine, ich bin eh den ganzen Tag in irgendwelchen WebEx-Zoom-Calls. Da kann ich das auch abends weitermachen. Richtig, sehe ich auch so. Müssen wir mal gucken, wie das ist, technisch gesehen, weil genau mit zwei Stream-Rechnern und wie wir das dann zusammenpacken. Aber das kriegen wir irgendwie noch hin. Ich denke, für so einen Stream ist das keine schlechte Sache, vielleicht auch für ein Abschlussgespräch, aber ich denke für Replays nein, und sowas, nein. Da braucht man das nicht. Also, ich bin ganz ehrlich, ich fühle mich schon so gestresst bei einem Replay, weil ich ja aufpassen muss, was ich sage und was ich erzähle. Und wenn ich dann noch dabei gefilmt werde, nee. Lieber nicht. Okay. Ja, und bevor wir jetzt wirklich einsteigen, nochmal für diejenigen, die gestern die Mittagspause gesehen haben auf YouTube, weil auf Twitch ging ja irgendwie nicht. Ich habe angeblich gestern Abend nochmal von Twitch eine Benachrichtigung gekriegt, dass irgendwie nach 8 Stunden mein Stream zu Ende gewesen wäre. Also das ist technisch bei mir so, dass bei mir in der Mitte halt dieser Restream-Service ist und der verteilt meinen Stream dann an Twitch und YouTube und das klappt in der Regel ganz gut. Nur wir hatten gestern wieder dieses vierteljährliche Echo-Problem, was aus Gründen, ich klicke dann einfach nochmal alle Sourcen an und wieder aus und danach ist es weg. Ich weiß es nicht. Aus Gründen war das gestern auch wieder da. Ich musste den Stream neu starten und dabei hat sich Restream wohl irgendwie verschluckt. Und der Stream auf YouTube klappte und auf Twitch irgendwie nicht. Also dann nochmal für all diejenigen, die auf Twitch dann dabei waren und sich gewundert haben, was da immer on und offline geht. Auf YouTube gibt es den kompletten Stream. Müsst ihr da gucken, falls ihr da noch Interesse an Sid Meier's Airships habt. Alexander hat das mit Sid Meier's Spaceships verwechselt und hatte mich dann gefragt, richtig, ob das Airships von Sid Meier ist. Nein. Okay. War es nicht. Leider. Nein, leider nicht. Aber hätte sein können. Finde ich. Hätte sein können. Ja. Okay, gut. Schauen wir mal. Spaß mit Grafik und Musik, Software im Test, also nicht nur Spiele. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Und die wichtigsten Spiele des Jahres, darauf bin ich wirklich gespannt. Ja, und das waren ja damals ja wirklich Ratgeberzeitschriften, die wirklich dazu dienten, den Leuten zu sagen, was man kaufen kann und was nicht. Bei der Menge von Spielen, die da halt rausgekommen sind. Und wir müssen uns mal vorstellen, da ist also der kleine Alexander, der sagt seinen Eltern, er möchte gerne ein Spiel für den 64er haben und die stehen dann bei Karstadt und sind etwas überfordert. Und ich kann mir vorstellen, dass einige sich diese Zeitschriften also von den Eltern gekauft haben, um wirklich auch gucken zu können, was sie denn ihrem Kind zu Weihnachten beispielsweise schenken. Aber hast du deinen Eltern nicht gesagt, ich will dieses oder jenes Spiel? Ich meine, ich habe es meinen Eltern nicht gesagt, weil die von vornherein gesagt haben, Computerspiele gibt es nicht. Weder zu Geburtstag noch zu Weihnachten. Also Später, als ich älter war, ja, weil ich diese Dinger gelesen habe. Aber als ich sie noch nicht gelesen habe, konnte ich auch nicht sagen, was ich gerne hätte. Aber du hast dich dann komplett blind auf deine Eltern verlassen, dass die das richtige Spiel finden? Oh ja, und ich stell mir das Highlight. Ich zu meiner Erklärung vielleicht, damit du meine Verwunderung verstehst. Ich stelle mir das so vor, du gehst zu deinen Eltern und sagst, ich hätte gerne ein Lego.
und verlässt dich darauf, dass du das Richtige findest. Hätte ich mich nie getraut, weil dann kriege ich irgendeinen Scheiß, mit dem ich eh nichts anfangen kann. Nee, also, ich hatte mir einmal einen Flugsimulator gewünscht und was hat mein Vater mir gekauft? Soloflight. Ja, genau. Nein, Soloflight. Naja, fast den Flugsimulator. Der war, glaube ich, zu teuer. Der hatte 130 oder 140 Euro D-Mark gekostet. Den habe ich später geschenkt bekommen, ich glaube, ein halbes oder dreiviertel Jahr, von dem Bankfilialleiter der Raiffeisenbank in Essen, wo ich gewohnt habe, weil da gab es so ein Börsenspiel. Du hast in der Bank für Schüler, Studenten. Bitte? Du hast in der Bank gewohnt? Oder über einer Nein. Bank? Oder? Nein, aber ich habe an einem Börsenspiel teilgenommen von dieser Raiffeisenbank, wo man mit einem fiktiven Börsen, mit fiktiven Aktiendepot gearbeitet hast. Und da war ich so gut, dass ich den ersten Preis gemacht habe. Und der erste Preis waren 150 D-Mark. Ach, sehr gut. Und die habe ich dann direkt investiert in den Flight Simulator, weil der hat 130 gekostet. Hast du danach in deinem Leben nochmal irgendwas gewonnen? Nein. Siehst du das wie bei mir? Ich habe einmal bei Microprose die Summer Challenge da irgendwie gewonnen und so ein paar Werbemittel gekriegt und danach auch nie wieder in meinem Leben was. Nee, leider nicht. Das war das einzige Mal, ja. Also wird mal wieder Zeit für so ein Lottogewinn, aber ach ja, so in Corona-Zeiten, was will ich mit dem Geld? Reisen kann man ja nicht, ne? Ja, man kann schon mit Geld andere Sachen machen wie reisen, oder? Ach ja. Ja, wenn man hier eingesperrt ist. Lass uns hier über die Zeitschrift reden. Ja, vor wenn allem man eingesperrt ist, kann man vor allen Dingen tolle Computerspiele kaufen. Alte vor allen Dingen. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Stell dir mal vor, mit limitlosem Budget. Wow. Ja, ne? Aber nee, glaube ich nicht. Ich glaube, wenn du kein Limit hast und du bei eBay überall standardmäßig 500 Euro eingeben kannst, dann geht so ein bisschen auch der Spaß verloren, oder? Ja, das ist recht, ja. Ja, ich glaube auch. Weil dann hast du ja nach einem Abend alles, was du haben wolltest. Na, nach einem Jahr, würde ich mal sagen. Ja, okay. Na. Spannend finde ich hier auch ganz unten links viele Informationen zu Fernsehserie Computerzeit. Kannst du dich daran noch erinnern, Selma? Ganz dunkel. Ganz, ganz dunkel. War nie mein Interesse. Ich habe immer ab und zu mal reingeschaltet. Aber meistens kam das auch zu irgendeiner Zeit, zu der ich irgendwie nicht konnte oder was hatte. Meine Freunde haben die immer mehr gesehen wie ich. Also ich war da nie so oft up to date. Ja. Ja. Also Computerzeit habe ich selber auch nicht so viel geguckt. Ich kann mich aber erinnern, dass ich früher sehr gerne den Computerclub im WDR geschaut habe. Mhm. Auch wenn ich nur ein Drittel von dem verstanden habe, was diese beiden Alten da erzählt haben. Weil für mich waren die damals auch schon alt, was eigentlich gar nicht wahr ist. Wenn man sich die Bilder anschaut, dann waren die 30, ja. Und für mich waren die alt. Eine sehr schöne Sendung, Computer Club. Das war echt einer der Highlights, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und tolle Moderatoren. Hast du gesagt, das Geld könntest du ihm dann schenken? Beim Lotto jetzt, ja, weil, wie gesagt. Du kannst ja nichts damit anfangen. Also scheinbar. Ich kann mir noch nicht mal Impfstoff kaufen, ja. Schon was. Ach, das glaube ich schon, dass man Impfstoff kaufen kann. Ah, im Darknet, ne? Das Sputnik. Gute chinesische. Ist auch nicht so schlecht, denn über 90%, wenn die Daten echt sind. Ja, ja, richtig, genau. Und wenn die Russen Ahnung haben von etwas, dann sind es Kampfstoffe. Und Gegenmittel. Dazu sage ich nichts. Und Vito ist noch dazu gekommen. Guten Abend. Guten Abend. So, und jetzt noch mal zu den Spielen. Jetzt komm, auf geht's. Also, was für Spiele sind das hier? Ach, ganz einfach. Unten rechts Leaderboard Golf, oben rechts World Games, oben links Marble Madness und das da drunter. Nee, für Kadaver ist das zu jung. Also, gab's Kadaver auf dem C64? Es geht hier nicht nur um den C64. Hier geht es auch um Schneider CPC, Atari ST werden wir nachher einen Titel sehen. Ah, dann ist das bestimmt ein CPC-Spiel. Die hatten ja viele diese ISO-Spiele, oder? Ja. War das nicht so? Ja, vermute ich auch. Und die habe ich leider nie gespielt, obwohl die, glaube ich, ganz spannend sein sollen. Ja, aber das sind ja immer so Action-Spiele. Und Action-Spiele aus der ISO-Perspektive, also da, ich meine, bei Marble Madness geht's noch, aber bei sowas, wo man präzise Sprünge machen muss und so, finde ich immer unglücklich. Da finde ich es schwer, auch bei Last Ninja so die Entfernung einzuschätzen. Oh ja. Ja, das stimmt. Was für ein Joystick ist das? Weiß ich auch nicht. Also so ein Ding hatte ich nie. Ist nichts Berühmtes, ne? Mhm. Nee. Hast du gesagt, Schneider CPC war mein erster? Und Veto sagt, also Oliver, Head Over Heels oder Batman wird das sein?
Schauen okay, wir mal, ne? Dann speichern wir das mal, Oliver, und gucken nachher, ob es stimmt. Guck mal hier. Sehr schön. World Games. Hab und direkt Woche, meine, ja? Habe ich letzte Woche doch noch für 1 Euro gekauft. Und restauriert Apple, im Livestream, oder? Ja, und ich habe die Apple II-Version, die wollte keiner haben. Die habe ich für 1 Euro. Reicht mir. Sehr schön, sehr schön. Welche ist deine Lieblingsdisziplin gewesen? Weißt du das noch? Turmspringen, obwohl ich es nie konnte. Mhm. Turmspringen, ja, auch. Aber ich fand tatsächlich das Gewichtheben ganz interessant. Also das, was hier auch abgebildet ist. Das hier, ne? Mhm. Ja, also was ich gar nicht konnte, war hier dieses Eis. Ja, vergiss es. Dings. Da musstest du rhythmisch sein, das liegt dir nicht im Blut. Nee, das ist nichts für mich. Oh, hier, guck mal. Geh nochmal, stopp, nochmal zurück. Guck mal hier, Horten gibt's nicht mehr. Kaufhof gibt's bald nicht mehr. Quelle, gibt's Quelle noch? Doch, Quelle gibt's ja, noch, ne? Glaube ich, ja. Und Karstadt gibt's nicht mehr. Eieieiei. Doch, Karstadt gibt's doch auch noch. Ach, die haben, oder? Schon wieder eine Insolvenz angemeldet, vergiss es. Ja, da wird nichts mehr draus. Okay. Kaufhof und Kaufstadt sind jetzt zusammen. Nee, also genau, diesen Einkunft. Das wird alles nichts. Naja, gut. Nee, wird nichts mehr. So. Hier, guck mal. Wen haben wir da? Ah, der Pornobalken, ne? Der Pornobalken oder die Toiletten. Hast du gesagt, Quelle wäre auch zu? Okay, dann. Ich dachte, Quelle gibt's noch online. Okay. Otto gibt's online. Die sind richtig fett im Geschäft. Otto, ja, dann habe ich die verwechselt. Die sind richtiger Wettbewerber von Amazon. Das sind die einzigen, die noch richtig Paroli bieten. Ja. Dann habe ich das. Also, Boris Schneider, noch ohne Jon, im selbstgestrickten Pullover. Muttis. Dann der Heinrich Lenhardt. Und ja. Wer ist der Herr zur Linken? Gregor. Sagte Gregor noch was? Nee. Nee, ne? Mir auch nicht. Nee. Scallop sagt, Quelle gibt's nicht mehr. Florian sagt, Abend, Quelle gibt's noch. So. Moment. Jetzt google mal, Quelle. Und damit wären wir jetzt auch hausfrauentauglich. Quelle. Okay, Quelle gibt's noch. Ich meine auch, dass es Quelle noch gibt. Okay. Gut, dann bin ich beruhigt. Sieht ja ganz nett aus, die Seite. Ja, ich glaube, das ist so Amazon für ältere Leute. Schön groß, ja, und so. Ja. Also für dich. Ich glaube, es gibt keinen Quelle-Katalog mehr. Das war das, nein, glaube ich. Nein. Den Quelle-Katalog gibt es, glaube ich, wirklich nicht mehr. Und da gab es ja immer diese eine Seite mit Sauna. Was? Jetzt, egal, weiter. Okay. Hast du gesagt, die waren aber mal insolvent, meine ich. Ja, bestimmt. Die waren alle mal insolvent irgendwann. Aber gut. Aber finde ich ja interessant, so, dass sie sich schon einfach nur als mit Vornamen vorstellen, ne? Das stimmt. Und ich finde interessant, dass es wohl nur diese 3 sind, die hier dieses Heft gestaltet haben. Ja. Ich dachte ehrlich gesagt am Anfang, es wären nur Heinrich und Boris gewesen. Und Gregor, Ich dachte, die wären am Anfang nur zu zweit gewesen. Aber naja. So, über den Inhalt schauen wir nur kurz, ne? Da lassen wir uns ein bisschen besser überraschen. Genau. So. Oh, hier, guck mal, hier jedes unten. Bild, ein wohliger Schauer, ja. Oh, das ist doch schon mal schön hier, genau sowas braucht man. Das ist super, ne? Ja. Genau. Weißt du was? Lass uns T-Shirts damit bedrucken. Aber mit unseren Gesichtern. Ja, sehr gut, du mit Pornobalken, das finde ich gut. Oh, okay, da muss ich mir. Das Problem ist, bei mir wächst sowas nicht. Wenn ich mir im Bart wachsen lasse, sehe ich aus wie Captain Ahab von Moby Dick. Wie so ein Pilgrim-Father. Ganz furchtbar. Okay, ja. Kriegst du nicht mal so einen Engländer zustande? Na, nix, gar nichts. Oliver sagt, Gregor Neumann hat damals viel getestet. Der war nur die frühen Jahre dabei. Ah ja. Okay. Zu geil, die Bilder. Ja, die sind wirklich geil. Dann waren das die Ersten, die das so gemacht haben, ne? Zumindest in Deutschland. Ich weiß ja nicht, ob die das irgendwo abgeguckt haben, aber cool. Und das fand ich damals cool. Schon allein die Bilder fand ich einfach cool. Mhm. In wie vielen Zeitschriften gab es denn sowas? Also wenn man sowas Subversives sehen wollte, musste man sich die Mad kaufen. Aber ansonsten Stimmt. Tschüss weiter. Hallo, guten Abend. Hey, ich bin Schnauzbartträger. Sehr schön, Glückwunsch. Oh, das ist wieder in, nicht wahr? Oder hast du ihn stehen lassen seitdem?
Seit wann? 85? Genau. So, bevor ich jetzt vergesse. Ja. Ich hatte, das kriegst du jetzt nicht mit, aber ich hatte extra Musik rausgesucht. Ich mach die im Hintergrund mal an. Das ist der Soundtrack vom Schwarzen Auge. Oder möchtest du den Soundtrack von World's Voyage, die CD-Version? Oh ja. Wobei, lass sie, den ersten Song kannst du skippen, aber dann ist es gut. Nee, alles gut. Hast du gesagt, unter der Maske sieht das eh keiner, das ist richtig. Heinrich Weich war auch in der TV-Sendung. Ah ja. In der Computerzeit, ne? Da hat er, glaube ich, Marble Madness vorgestellt. Ich glaube, das Video kann man bei YouTube noch sehen. Okay, dann fangen wir mit den Actionspielen an. 86, stopp, jetzt wissen wir, von wann die Zeitschrift ist. Das Jahr 86 neigt sich dem Ende zu. Sehr schön. Gut, dass man das auf Seite 7 erfährt. Ja gut, als man sie gekauft hat, die Zeichnung, musst du über das Jahr nicht reden, ne? Also so gesehen. So. Guck mal. Ja. Kenn ich gar nicht. Ich auch nicht. Strike 2. Spektrum. Für den Schneider, genau. Sieht so ein bisschen aus wie dieses X-Wing, was es mal für einen Amiga gab. Also diese Arcade-Version. Ich kenne die Arcade ja natürlich nicht, sondern nur die Amiga-Version. Und daran erinnert mich das so ein bisschen. Also mir sagt es auch nichts. Es war kein Spiel, was ich gespielt habe, war auch auf ein Schneider-Spiel, wie wir ja hier sehen können. Das heißt, dadurch, dass es nirgendwo anders rauskam, scheinbar, zumindest nicht 86, ist es an mir vorbeigegangen. Bei der Grafik hat es sehr hohe Wertung bekommen, 93. Sieht auch gar nicht schlecht aus. Ja, finde ich auch. Sieht echt sehr schick aus. Die Frage ist natürlich, wie schnell die Grafik ist. Ja, ne? Klar. Schlussfighter sagt, circa 2013 ging mein Bartwuchs los. Oh, okay. Ja, okay. Dann willkommen unter den Bartträgern. Florian sagt, ja, das hat er vorgestellt am Amiga. Und Bastian ist dazu gekommen. Hallo. Florian sagt noch, schön wäre es, ihr hättet die Zeitung original zum Blättern. Wir haben die Zeitung, beziehungsweise Alexander hat die Zeitung original zum Blättern. Aber das ist technisch mit der Belichtung und so, das ist so viel, 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 viel einfacher. Ja. Und die Qualität ist auch besser. Ihr könnt das auch besser sehen. Also, kam schon ein paar Mal der Vorschlag und viele der Zeitungen, die wir besprochen haben, haben wir auch noch als Original, aber das ist technisch, ist der Aufwand halt aus meiner Sicht viel zu groß, alleine nur für das Blättern. Weil mehr, ich meine, in der Blätterzeitung stehen genau die gleichen Sachen drin. Und ich bin nicht derjenige, der irgendwie was angekreuzt hat in der Zeitung, also da können wir auch nicht mehr erfahren. Nein, nein. Hallo André. So. Ja, das scheint ja gut angekommen zu sein. Ja, aber ganz unter uns, wenn du mal runtergehst, das sieht man, da muss man schon wirklich wissen, dass das jetzt ein Gut ist, ne? Ja, man muss sich da schon wirklich an den Gesichtern erinnern. Also man sieht ja, dass es schlecht ist, es nicht, ne? Also das sieht man schon. Aber nein, nein. Was ist jetzt? Aber das ist so ein bisschen Nachteil mit den Bildern, dass man wirklich nur die Extreme sofort identifiziert und die Nuancen dazwischen ein bisschen schwieriger ist. Bastian fragt, welches war das erste Kassettengame, an was ihr euch erinnern könnt? Ich kann mich ehrlich gesagt an das Spiel nicht mehr erinnern. Ich hatte auch keine Tapes. Ich hatte das Glück, dass zu meiner Konfirmation, als ich den 64er geschenkt bekommen habe, sofort die 1541 Floppy Disk mit dabei war. Das heißt, ich war direkt verdorben. Also ich war beim Freund und ich hatte auch sofort ein Floppy-Laufwerk dabei. Der Freund hatte Datasette. Und hatte das dann auch mit den Disketten gemacht und das ganze Gehandling und hin und her, das ging mir da schon so auf die Nerven, dass ich meinen Eltern gesagt habe, entweder mit Floppy-Laufwerk oder Elastis, weil das mit den Disketten, mit den Kassetten, das war nichts. Auch mit diesen, kopierten Kassetten, das war alles scheiße. So, dann lass uns noch mal gucken. Future Night. Das kennst du jetzt aber, ne? Nee. Auch in ferner Zukunft wird es edle Ritter geben, die sich um ihre Prinzessin sorgen und aus des Unholz Klauen befreien. Ja. Haut mich jetzt nicht um. Hat aber keine schlechte Bewertung gekriegt. Keine gute, aber auch keine schlechte, ne? Ja. Hat aber keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also zumindest gehört es nicht zu den Klassikern, ne? Das kann man schon mal sagen. Das ist richtig. Aber, ja. Ja. Präzises, flackerfreies Scrolling. Florian sagt, ich hatte Black Max als Kassette für den VC20. Lang ist es her. Black Max, okay.
okay. Mhm. Black Max sagt mir auch nichts. Blue Max kenne ich. Jetzt in Verbindung eher so einem Klassiker, oder? Oh, das habe ich nämlich auch gespielt. Ja, das ist ziemlich cool. Ghosts and Goblins. Aber es zählt wohl zu den härtesten Plattformern, oder wie nennt man diese Art von Spiel? Mhm. Die es je gab. Und ich muss auch gestehen, ich bin nicht weit nach der Szene, die hier dargestellt wird, gekommen. Also noch hoch und rechts und dann runter. Ja, und dann war ich schon zweimal getroffen und habe erstmal ja meine Rüstung verloren und dann beim zweiten Mal auch mein Leben. Ja, also ich glaube, wir sind da auch nicht weit gekommen. Ich kann mich aber daran erinnern, dass wir es gespielt haben, aber es war nie einer unserer Favorites, die wir öfter gespielt haben, weil es halt viel zu schwer war für uns. Aber grafisch war es schon eine Wucht. Mhm, auf jeden Fall. Den Zombies und die Atmosphäre, super gemacht. Also bei der 64er-Version. Die Spektrum-Version, naja, das sieht ja eher aus wie der Marshmallow Man aus Ghostbusters. Wenn ich mir die Figuren rechts anschaue. Ja, das stimmt. Der Michelin-Mann. Oliver sagt noch, Future Night war damals ganz cool. Das Spiel hat sich leider nicht so gut gehalten, bis auf die Musik. Und Cherevo sagt, irgendwann wurde aus Ritterklempnern. Ja. Oder andersrum, ne? Genau, genau. Weiter sagt Oliver, typisches Action-Adventure von Gremlin. Achso, und zu den Kassettenspielen sagt Bastian, bei mir war es Archon. Okay. Oh, tolles Spiel. Ist erst letztens in meiner Sammlung aufgenommen worden. Da hatte ich nämlich sehr viel Glück über eine Facebook-Gruppe. Und das ist ein ganz tolles Spiel. Der Selma kennt es leider nicht. Das ist Perle for Soll jetzt geschmissen. Aber wir verstehen uns, ne? Arke und Hammer. Ja. Und Olli versteht es auch. Ja, ja, die ganzen älteren Leute. Hat das auch gerne gespielt? Okay, und wie weit bist du gekommen? Das sagt er jetzt wahrscheinlich lieber nicht, ne? Oliver sagt noch, Ghosts and Goblins war auf dem C64 etwas gekürzt. Vor ein paar Jahren kam ein ziemlich gut gelungenes Remake für den C64er raus. Mhm. Okay, das ist dann standardmäßig dann drauf. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Da werde ich es mal ausprobieren. Wie standardmäßig? Und jetzt noch ein bisschen Kritik. Also auf den C64, das meint, glaube ich, Oliver, den Nachbau mit der Tastatur. Oh, okay, wie kommst du darauf? Kann er ja nochmal sagen, ob das auf dem... Also so habe ich ihn jetzt gerade verstanden, dass es da drauf ist. Und zwar eine neuere Version. Dann wird er uns jetzt gleich sagen. Jetzt machen wir ein bisschen Manöverkritik hier nochmal. Für so Sammler wie uns ist es natürlich ganz nett, den Titel zu sehen und jetzt auch die Preise und welche Systeme. Aber kein Entwickler, kein Publisher und auch kein Programmierer, der hier genannt wird. Das ist ein bisschen schade, ne? Das spielte wohl keine Rolle damals. Ja, ist richtig, ist richtig. Nee, das stimmt. Das, es wird ja auch Grafik, Sound, Musik, wird alles zusammengeworfen, okay. Und Happy-Wertung. Also es gibt da jetzt nicht Steuerung oder sowas. Ne? Das kommt ja erst später. Das ist, glaube ich, alles diese Happy-Wertung dann, die da reinfließt. Ja. Bastian sagt, war Megagame zu zweit. Hasto kann sich nicht mehr daran erinnern, wie weit er gekommen ist. Und Oliver sagt, nee, nicht den Nachbau. Also, nee. Okay. Also nochmal wirklich für den Brotkasten nochmal eine neue Version. Okay, das wusste ich nicht. Was ist das denn? Keine Ahnung. Bobby Baring? Ja, roll dich oder droll dich. Ach, von Ariola so. Okay. Ja, heute wird man für so einen Spruch direkt von der Marketingabteilung zur Poststation. Früher ging das. Früher ging das. Okay. Bevor wir weitergehen, Oliver sagt, es gibt ein Ghosts and Goblins Remake von der Gruppe Nostalgia, bei dem alle Level dabei sind mit dem Original-Soundtrack dabei. Bessere Steuerung. Cool. Also, vielen Dank. Werde ich mal installieren. Und Madral fragt, was ist der C16? Der C16, das war ein abgespeckter 64er, oder? Der kam nach dem C64 raus und war auf billig gemacht. Ich glaube, das Ding hatte auch nur 100 D-Mark gekostet, oder? Das war, glaube ich, der Plan, einen Billigcomputer anzubieten für die breite Masse. Und ich glaube, das war nicht sehr erfolgreich. War das nicht auch der dann bei Aldi verkauft wurde? Keine Ahnung. Also, Wühltisch. Du hast recht, was den C64 angeht. Ich habe aber keine C16 angeht, aber ich habe keine Ahnung, wie teuer der war. Und bei Aldi wurde der bestimmt verkauft. Ich meine, der C64 wurde ja auch bei Aldi verkauft.
Also, ja. War wieder ein genialer Commodore-Schachzug, der nicht geklappt hat. Ja, der nicht geklappt hat. Leider nein. Zum Glück. So, Mission Elevator. Oh, ist ganz oben auf meiner Liste der Must-Haves, die ich noch nicht habe. Ein Spiel, wo man, ja, es ist so ein bisschen Detektivspiel, ein bisschen Action-Arcade-Spiel. Man muss hier diesen Spionen ausweichen, man kann sich da hinsetzen. Also es ist echt ganz witzig gemacht und vor allem benutzt man diese Fahrstühle, um von einer Etage zur nächsten zu kommen. Also ein sehr launiges Spiel und ja, wird von mir noch gesucht. Fehlt mir noch. Offensichtlich muss man ja eine Bombe finden, oder? Das war, glaube ich, der Sinn und Zweck innerhalb einer bestimmten Zeit. Mhm. Florian sagt, der C64 war der günstigere C116 oder Plus 4 und sollte der Nachfolger vom C64 werden, wahrscheinlich. Ja. C16 ist ein Viertel C64. Ja, genau. So, und hier haben wir einmal ein befriedigend und einmal ein gut, wenn ich das richtig sehe. Ja, würde ich auch sagen. Hat aber eigentlich, ja, Sound und Musik nicht so gut. Aber das ist, hast du das damals gespielt? Ja, das habe ich gespielt und ich habe es auch sehr nett in Erinnerung und ich fand die Grafik auch sehr schön, weil sie auch so ein bisschen einem anderen Spiel ähnelt, was damals mein absolutes Lieblingsspiel war, und zwar Murder on the Mississippi. Einfach so vom Grafikstil her. Mhm. Ja, ist so ein bisschen Puppenhaus-Querschnitt, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? Ja, ja, ja. Cyber Run. Das sagt mir auch nichts. Aber gut, das werde ich heute Abend wahrscheinlich oft sagen. Ja, aber mir sagt es auch nichts. Man sieht hier schon verkleinerte Bildschirme. Die Bildqualität ist übrigens sehr gut von den Screenshots, wenn ich das mal anmerken stimmt. Darf. Das stimmt, da hast du recht, ja. Haben die sich viel Mühe gegeben. Gut, oh. Ist jetzt nicht so gut angekommen, ne? Wir sind Richtung mangelhaft hier. Ja, ja, ist nicht so gut. Um das Thema C16 nochmal abzuschließen, Oliver schiebt hinterher, der C16 war ein Rechner der 264er-Reihe von Commodore. Das System war zwar prinzipiell billig konzipiert, aber insgesamt gar nicht mal so schlecht. Farbpalette mit 121 Farben, etwas höher getaktet als der C64, aber ohne Sprites und einem schlappen Sound. Es gibt einige ziemlich coole Demos und Homebrew-Games für den C16. Ich erinnere mich, da habe ich auch irgendwie mal ein YouTube-Video zugesehen. Mhm. Ja. Crazy Comets. Ja. Sagt mir auch nichts. Nee, mir auch nicht. Also, du hast recht, ist mir fehlt jetzt Entwickler und Publisher, um dann zu sagen, oh, Markt und Technik. Nee, oder oh, ein früher, ja. Keine Ahnung. Ja, du hast recht. Ja. Ja. Aber hier, 25 Mark Kassette, also das ist schon Low-Budget-Titel gewesen. Ja, aber die Kassetten waren alle so. Hier, ja, okay, 39 Mark, ja, du hast recht. Ja. Ja, scheint aber gar nicht so schlecht gewesen zu sein. Ich finde das hier irgendwie ein merkwürdiger Effekt. Ich glaube, das kommt vom Fotografieren, dass es so ist. Ich habe auch das Gefühl, das kommt irgendwie durch den Bildschirm, ne? Ja, ja. Ja. Okay. Oliver sagt, Crazy Comet war richtig cool. Okay. Aha. Er muss es auch erklären. Ja, richtig. Florian sagt noch, der Plus 4 hatte einen Office-ROM, aber zum Spielen war der nicht gut. Und Dennis sagt, guten Abend zusammen, halbe Stunde verfasst, muss ich später nachholen. Ja, kannst du dir alles aus dem YouTube-Stream wieder rausholen oder aus dem Wort, was dann da übrig ist. Critical Mass. Ich glaube, das hier, ich habe mich eben schon mal gefragt, was das heißt. Ich glaube, C64, das ist die getestete Version, gibt es aber noch für ein Spektrum. So würde ich das jetzt interpretieren, ne? Ja, würde ich auch so interpretieren. Und das Spiel sagt mir tatsächlich was, aber nicht wegen dem spielerischen Gehalt, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber die Grafik fand ich ziemlich gut. Vor allem, weil die mich so ein bisschen erinnert auch an den Shuttle von Star Trek, ne? Aber das gab es damals, glaube ich, noch nicht. Ne? 86 gab es da schon Next Generation? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nee, ne? Noch nicht. Noch nicht, ne? Also, weil das isometrisch ist, ne? Ja, also es ist echt gut gemacht. Mhm. Ja, ist doch gar nicht so schlecht angekommen, ne?
Das finde ich, sieht auch irgendwie interessant aus. Also es ist ja scheinbar ein Actionspiel, in dem man so ein bisschen ja in der Isometrie rumballern kann, ne? Ja, aber es ist eine sehr feine Grafik, also keine grobschlächtige Grafik. Mhm. Ja, schon cool. So. Paradroid. Meiner Meinung nach. Ja. Unter den Top 10 der allerbesten Spiele aller Zeiten. Das muss ich wirklich so sagen. Gut, dass ich mir das verkniffen habe, als ich den Titel gesagt habe. Nein, das Spiel ist wirklich fantastisch, weil es verschiedene Spielprinzipien miteinander verknüpft. Du bist dieser kleine Roboter der Stufe 1. Du musst das gesamte Raumschiff säubern von den anderen Robotern. Und das machst du am einfachsten, indem du sie dann übernimmst durch Höhere. Und da gibt es dann immer so ein Knobelspiel, wo man so eine Art Schaltkreise legen muss. Und das Spiel fand ich damals schon super und das Spiel finde ich immer noch super. Es ist einer der Spiele, die super gealtert sind und immer noch super viel Spaß machen. Und deshalb bei meiner persönlichen Top 10 aller Zeitenliste ist er mit dabei und wahrscheinlich sogar unter den ersten drei. Mm. Paradroid ist ja auch wirklich sehr bekannt und aus gutem Grund, denke ich, von vielen so hochgeschätzt. Ich muss gestehen, ich habe es irgendwie nur mal eine halbe Stunde gespielt und war jetzt nicht so begeistert davon, aber naja. Gib ihm bitte noch eine Chance. Wenn du irgendwann mal ein bisschen Langeweile hast, mach es. Kennst mich ja. Ja, wenn ich mal bei dir bin, darfst du mir das vorführen. Bei 3 wolltest du ja auch nicht und dann warst du begeistert. Richtig, richtig. Bei mir ist das so, wenn in den ersten 30 Minuten schon viel Scheiße passiert, dann habe ich schon keinen Bock mehr in dem Spiel weitere. Mhm. Dann bin ich schnell bockig, ja, das stimmt. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt auf die Wertungen. Warte, bevor wir zu der Wertung kommen, die Erklärung von Oliver zu Crazy Comets. Ja, Crazy Comets ist ein klassischer Arcade-Shooter wie Galaga oder Asteroids, nur in Pseudo-3D. Von hinten kommen Kometen auf einen zu mit nicht ganz geradlinigen Bewegungen. Wenn man nicht schnell genug ist, artet das in einer Art Zweikampf mit dem Kometen aus und die Musik. Scheint wohl gute Musik zu haben. Okay, gut. Madral sagt, Paradoid ist mega gut und Florian erklärt, 1987 kam Star Trek Next Generation aus, ja. Und ich glaube, ein Jahr später erst bei uns. Also ein Jahr später dann, ne? Mhm. Ja. Oh ja. 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 Da sieht man die Qualität der Journalisten hier, dass sie schon damals wirklich Qualität erkannt haben. Ja. Ist super. Und Uridium genauso. Also das ist ja der gleiche Programmierer gewesen. Ich glaube, es kam erst Uridium und dann Paradroid. Wie heißt er denn? Andrew Braybrook, da ist er rechts auf der Seite, sieht man's. Und beide Spiele sind wirklich fantastisch. Sie haben einen tollen Stil. Die Animationen der Sprites waren einfach fantastisch. Schon alleine, wie sich das Raumschiff, was nur von links nach rechts gescrollt ist, aber jawohl, man das Raumschiff umdrehen konnte und wieder zurückfliegen konnte? Richtig, und schon allein diese Animation, wie dieses Raumschiff sich umdreht und auch diese Trägheit, die dort simuliert wird, von der Bewegung her, ist einfach fantastisch. Also das war eins der Spiele, wo mir wirklich der Mund offen geblieben ist. Auch wieder super schwer, das muss man schon sagen, aber ein grandioses Spiel. Mhm. Und das Spiel konnte man entweder, also beide Spiele getrennt kaufen, aber es gab dann auch noch eine Sonderversion, die ich dann auch jetzt bekommen habe, die Double Value. Und das sind dann nochmal Spiele, also das ist Paradroid und Uridium in einer Enhanced-Version. Was da aber so viel mehr ist, das habe ich leider noch nicht entdeckt. Aber die beiden Spiele sind wirklich absolute Klassiker und fantastisch. Ich kann mich daran erinnern, in irgendeinem Retro-Kompott-Beitrag habe ich das mal gespielt und ich fand es von der Grafik her und so ziemlich cool. Aber an mehr kann ich mich halt nicht erinnern. Ich meine, Shooter war ich noch nie gut. Ich habe die immer nur gern gespielt, aber war halt nie gut da drin. Wie die meisten, glaube ich. Ja. Ja. Der Andrew Braybrook hat ja meines Wissens ja auch danach noch sehr viele Spiele programmiert. Und hat er nicht auch so einen Uridium-Nachfolger für die Switch rausgebracht? Also Oliver sagt, die haben sie erst im Nachgang erkannt. Was erst erkannt? Kam Paradroid und dann Uridium. Weiß ich jetzt, ach so, ehrlich, ich dachte umgekehrt, ja. Und er kann Uridium nicht besonders leiden, da es repetitiv ohne Ende ist und in den späteren Leveln wohl eine sehr verwirrende Perspektive hat.
ja, spätere Level, die man nicht sieht, tun einem nicht so weh. Richtig. Oliver sagt, Paradroid hatte erst nur eine 85er-Wertung und wurde nach Iridium aufgewertet. Und Olli hat recht hier, ich sehe gerade, Paradroid 85, Iridium 86. Ja. Aber bei uns dann okay. Wohl auch 86, weil wir reden ja von 86, oder? Ja, das stimmt. Und natürlich macht Iridium auch. Ja, gut. Ja. Und wie hieß der Publisher? Weiß ich nicht. Houston Consulting. Ach so. Und dem Sohn habe ich kennengelernt auf der CeBIT vor ein paar Jahren. CeBIT, Quatsch, auf der Gamescom, Entschuldigung. So, Alicat ist, glaube ich, sehr berühmt vom Namen her, aber ich habe es nie gespielt. Du? Ha, ja, auch in diesem Shooter-Segment für den C64. Und für mich war es das beste Shoot'em'up. Mhm. Weil mir hat die Grafik echt gut gefallen. Wenn es das war, an das ich mich erinnere, aber ich meine, das war das. Weil man hier diese Objekte halt nicht einfach so explosiv zerstören konnte, sondern so bröckchenhaft zerstören konnte. Das hatte schon so einen leichten Voxel-Touch wie heute. Mich hat das technisch ziemlich beeindruckt. Spielerisch fand ich es auch okay. War nicht ganz so schwer, wenn ich mich recht erinnere. Ist aber noch nicht lange vorbei. Und vor allen Dingen, es war ziemlich flott. Schlecht, ja, genau. Space Speedern. Das war so ein Rennspiel, wo man eher die Obstacles im Weg zerstören musste, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und wer war der Programmierer hiervon? Hör auf, solche Fragen zu stellen. Woher soll ich das wissen? Weil es da steht. Andrew Braybrook. Dann sag's doch einfach. Aber wir wollen doch ein bisschen Interaktivität. Das aber soll nicht hier mit keine mir. Vorlesung sein. Ja, oh, richtig. Gott, es soll keine Vorlesung sein. Ich will hier nicht abgefragt werden. Was soll denn werden. Erst werden, wenn du so alt bist wie ich? Ich frag dich dann ab. Dann hören wir, liebe Zuschauer, immer so ein Ploppen, wenn sein Gebiss rausfällt. Ja? Nee, ich geb doch hier. Oder, Moment. Man kann das ankleben, Alexander. Man kann das ankleben. So, weiter. Oliver sagt, Alicat ist ein Rennspiel, ist nahezu unspielbar. Wenn man richtig auf Touren kam, war Ausweichen fast unmöglich. Das ist richtig. Da kann ich mir auch dran erinnern. Ja. Aber ist gut angekommen. Die haben es durchgespielt scheinbar. Naja. Ja, aber erstaunlich, 3 Spiele von Andrew Braybrook und alle 3 mit einer Spitzenwertung. Also man muss schon sagen, dass er Mitte der 80er wirklich ein Hit gerannt war. Mhm. Er ist dann später zu einer Versicherung gegangen, weil er keinen Bock mehr auf die Computerspielindustrie hatte und hat dann bei der Versicherung Software programmiert. Ja. War bestimmt auch eine gute Software, ne? War bestimmt auch ein Hit. Ich glaube, der Hauptpunkt ist, und das sehen ja auch viele Entwickler heutzutage, du fängst bei Spieleprogrammierern an, verdienst dort einen Hungerlohn und dann bist du so gut, dass du zu SAP, Telekom oder sonst eine große Firma gehst und das Vierfache verdienst mit geregelten Arbeitszeiten. Ja, richtig. Oliver sagt, das ist immer noch ein Hype. Hast du gehört? Du bist gehypt. Ich bin total gehypt. Hyper. Das war was anderes. Space Invasion sagt mir gar nichts. Ich habe mal rausgebracht. Nee, mir auch nicht. Aber scheint gar nicht so schlecht zu sein. Also ich fand, zuerst habe ich das gesehen, dachte ich, wäre Rambo. Aber dachte ich auch. Das sieht echt aus wie Rambo da, der Screenshot. Sind die sicher, dass sie hier nicht die Bilder verwechselt haben oder den Titel? Aber nee, hier, Space Invasion Commando. Ist die Umsetzung eines Spielautomaten. Ach, das ist Commandos und das hieß hier Space Invasion? Ja, super. Ja. Bestimmt wegen der Bundesprüfstelle. Keine Ahnung, hab ich nie gespielt. Oliver sagt noch, Paradroid ist mit Abstand das beste Spiel von Andrew Braybrook. Er hat noch einige richtig gute Spiele produziert, aber Rudium und Alicat sind nicht seine besten Werke und mehr Smoke and Mirrors. Arctic Fox, war das nicht Dynamics? Ich werde mal gucken, ne? Oder verwechsel ich das? Es ist von Electronic Arts, glaube ich, rausgekommen. Ach so. Lass mal gucken. Ich guck mal, weil ich habe die Hülle in Erinnerung. Ja, kann ich. Warte. Doch, Dynamics, da ist es. Ja, ne? Jawohl. Da kann ich mich dran erinnern. Und published bei Electronic Arts, 86, jawohl. Ja. Und in Europa bei Ariola Soft. Mhm.
Atari ST, 64er, ZX, MS-DOS, Apple II. Nee, ich fand das vom Thema nicht so interessant. Frag mich nicht, warum. Mich hätte mal interessiert, wie flott es auf dem Amiga lief. Auf dem, ja. Nee. Das war nichts für mich. Auf dem 64er habe ich am Anfang gerne solche Spiele gespielt, wie Mercenary oder wie Tau Ceti. Aber dann war irgendwie die Luft raus. Danach habe ich es nicht mehr so gemocht. Bastian sagt, die Schrift unterscheidet sich links und rechts in den Bildern. Wie meinst du das? Bei Space Invasion. Ja, stimmt. Das C und hier, das C ist anders. Das kann aber auch am Monitor, am Screenshot liegen, würde ich mal behaupten. Ich glaube nicht. Nee, glaube ich nicht sehr. Mal guck mal, die 0 links ist durchgehend, während die 0 rechts ein Strich in der Mitte hat. Ja, richtig. Und vielleicht hat die ganze Schrift ist so, das ist eine andere Schriftart. Vielleicht hat hier jemand einfach eine längere Belichtungszeit genommen und die Kamera ein bisschen nach rechts bewegt. Ach, okay. Und schon sind die ganzen Verbindungen oder die ganzen Lücken in der Schrift weg. Also, aber kann sein, dass es eine andere Schrift ist. Fände ich aber komisch, ne? Wenn du ein Spiel hast mit unterschiedlichen Spielszenen, wo du dann auch andere Schriften hast. Ja. Leider fehlt da halt die Bildunterschrift. Ja. Auf welchem System das ist, ne? Ja, C64, denke ich. Nach unserer Theorie müsste das der C64 sein. Ja. Rechts ist typische Schrift aller Baller Games. Ja, das stimmt. Links ist die C16-Version, sagt Oliver. Ah, okay, das erklärt dann die unterschiedlichen Schriften. Das könnte dann ja wirklich sein. Das ist nicht Kommando rechts. Okay. Gut, kann ich jetzt nichts zu sagen. Arctic Fox hätte mich mal interessiert. Also wäre vielleicht noch was, was ich in meine Sammlung aufnehmen würde, wenn ich mal drüber komme. Halt, weil es ein Dynamics-Spiel ist, aber. Mhm. Night King, hallo, guten Abend. 1986 kam der Spielemarkt richtig in Schwung. Ja. Kann man sagen. Kann man so sagen, denke ich auch. Oh, Geschicklichkeit. Wir sind jetzt schon an Action vorbei. Jetzt kommen die Geschicklichkeitsspiele. Jetzt kommt's. Und was haben wir hier? Das WordStar, D-Base und irgendwas anderes noch. Mann. Aber D-Base war damals eine Hausnummer, ne? Ja. Lange. D-Base war lange ein großer Name. Ich weiß nicht, ob es die heute überhaupt noch gibt, aber ja. Habe ich aber nie benutzt. Kann ich nichts zu sagen. Ich wüsste nicht mal, wie funktioniert die Datenbank. Ja, nee, ich auch nicht. War das schon SQL damals? Frag mich nicht sowas. Bombjack. Das kenne ich. Das kennst du. Ja, finde ich schrecklich. Automatenumsetzung, aber recht anständig für den C64 umgesetzt. Toll. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Ach nee, das ist der Schneider, okay. Das ist der Schneider, aber auch der 64er sah gut aus. Vor allem hat man hier wirklich Originalhintergründe in Anführungsstriche. Neuschwanstein haben wir links. Rechts haben wir die Pyramide Budapest. Von Gizeh mit der Sphinx. Budapest. Wie kommst du da drauf? Weiß ich nicht, ich wollte dich jetzt verwirren und habe einfach irgendwas gesagt. Ah, okay. Nein, das ist ein sehr witziges Spiel. Natürlich kommt es grafisch nicht an die Arcade-Versionen heran, aber für so einen Homecomputer war das schon recht anständig und gehörte damals auf jeden Fall in jede Diskettenbox. Ja, und man muss da ja auch zusagen, dass wir, okay, kam nicht an die Automatenversion ran, aber die meisten von uns haben den Automat ja nie gesehen. Also von daher war das schon immer. Ja, das stimmt. Immer sehr gut für uns. Also ich zumindest. Hast du noch Automaten gespielt in Deutschland? Nicht im Urlaub? Oh, nee, in Deutschland nicht. Ah, doch. In Deutschland doch. Und zwar Anfang der 80er gab es in Gaststätten noch die Automaten. So auf dem Weg zur Toilette. Oder in der Pommesbude hinten. Da habe ich zum Beispiel Deklaton gespielt. Oder Track and Field, also eins von den beiden. Oder Space Invaders und solche Sachen. Doch. Und dann waren die plötzlich alle weg. Danke, deutsche Jugendschutz. Und das Erste, was der kleine Alexander gemacht hat an Bord einer Fähre, war immer, wo sind hier die Spiele? Wo sind hier die Automaten? Duty Free, nein, Automaten.
Genau, nichts Duty Free. Nein, ich will nichts essen. Aber die überhaupt. Nein, ich will nichts essen. Ich bleibe hier. Oliver sagt noch, Bombcheck habe ich letztens in der Version für ZX Spectrum gespielt. Eine erstaunlich gute Umsetzung. Die C64-Fassung dagegen ist etwas plump. Mhm. Madral sagt, in Nürnberg im Palm Beach. Ah, okay. Ja, ich habe in Deutschland, ich habe erst Jahre später mal so ein Arcade-Automat irgendwo gesehen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, in Dänemark oder so war das, im Urlaub halt. Aber hier in Deutschland nicht. Ich habe von daher ganz wenig Automatenerfahrung nur noch. Ja, genau. So, Bastian sagt, die meisten, die ich kenne, bei denen ist es auch so, dass die halt viele Automaten in Italien gespielt haben, halt mit den Eltern im Urlaub und so. Ja. So, hier noch ein kleiner Hinweis. Guck mal, am Ende von dem Text steht, das linke Bildschirmfoto zeigt die Schneider, das rechte die Commodore 64-Version. Mhm. Da müssen wir mal drauf achten bei den nächsten Artikeln, ob man da auch so eine Zuordnung hat. Ja. Weil wir ja oben zum Beispiel nicht wussten, welche Version das ist. Ja. Oh, das war mein zweites Spiel auf dem Amiga. Und das war einer der Gründe, warum ich unbedingt einen Amiga haben wollte. Defender of the Crown und Marble Madness. Ich glaube, die gehörten auch zum Startportfolio von den Systemen. Mhm. Und da war ich echt geflecht von der Grafik. Diese Staubsauger, wie sie dann einen wegblasen oder einpusten. Ich weiß es gar nicht mehr. Beides, einfach fantastisch. Ich glaube, das hier war wegpusten. Ja. Aber gab es nicht auch welche, die gesaugt haben? Das kann sein. Und dann diese Spiralen, die dich angegriffen haben. Mhm. Fantastisch. Spiele ich immer noch sehr gerne. Ich hätte dafür ehrlich gesagt mal gerne Trackball. Das müsste ich mir mal kaufen. Es ist auch eine Arcade-Umsetzung. Und bei der Arcade-Version war es tatsächlich, glaube ich, mit einem eingebauten Trackball. Und das macht ja auch Sinn, wenn man eine Kugel bewegt, mit einem Trackball zu arbeiten. Ja. Ich finde immer noch, dass Marble Madness, das war mal bei irgendeiner Maus dabei, die ich für einen C64, für einen PC hatte. Und oder ein Freund hatte das, glaube ich. Bei meiner war es nicht dabei. Aber es ging halt mit meiner Maus auch. Das war jetzt irgendwie, das war, glaube ich, eine gebrandete Version oder so. Und wir haben das wirklich, wirklich viel gespielt. Aber auch ein bisschen auf dem Amiga. Auf dem Amiga fand ich es, ich weiß gar nicht, so klasse fand ich es da nicht. Also ich bin da nie so reingekommen. Erst richtig reingekommen bin ich da auf dem PC. Oder ich weiß auch gar nicht, vielleicht war es nur ein Shareware-Titel oder sowas, was wir da hatten. Aber das hat richtig Fun gemacht. Und die Level sahen eigentlich ungefähr genauso aus. Und ich glaube, es war sogar EGA damals. Ja. Ich glaube, die Versionen sind alle vom Levelaufbau gleich. Und die beste Version, die ich bisher gesehen hatte, war eine Sega-Mega-Version. Die dann Jahre später rausgekommen ist. Na, mit Controller finde ich. Ist schon schwierig zu spielen, bin ich bei dir. Also mit der Maus ist es schon besser. Ja, aber es ist oder auch mit interessanter, finde ich, mit der Maus. Ich würde es, glaube ich, nicht anders spielen wollen. Aber war gut, wenn man nichts anderes hat, ne? Und die Musik fand ich immer grandios. Ja, das stimmt. Die war wirklich toll. Ja. Aber verdammt kurz. Damals 4-5 Levels hab's nur. Habe ich die Musik bei einem Freund auf einem Adlib. Der hatte einen Adlib damals. Ich hatte einen Soundblaster, der hatte den Adlib und da hatte ich die Musik aus dem Adlib gehört. Das war wirklich hübsch. Ja. Bellis ist noch dazu gekommen. Hallo und sagt, bei uns in Berlin stand im Schwimmbad neben dem Minigolf noch bis 92 oder so ein Golden Axe Arcade Automat. Oh, da hat ja einer einfach mal, auch den lassen wir jetzt stehen. Was keiner weiß, macht niemand nice, ne? Ja, Glückwunsch. Super. Und Bastian sagt, Operation Wolf und Outrun war mega. Mhm. Ja, Operation Wolf habe ich auch gespielt, Outrun nicht. Hastor sagt, das hätte er auch gespielt, hat auch Spaß gemacht. Und Oliver sagt noch, so ab 1990 war ich regelmäßig in den Arcades, passend zu meinem 18. Geburtstag kam Parodius raus. So cool. ja, in Arcades war ich noch nie hier in Deutschland. Cherevo sagt, ich habe nur mal einen Nachbau des Polyplay des DDR-Automaten gespielt. Das habe ich wiederum noch nicht. Und Florian fand Marble Madness auf dem Amiga auch top. Ja, ich glaube, Marble Madness, da sind wir uns einig, ist wirklich ein gutes Spiel und das sehen die ähnlich. Ja, super. Hier steht jetzt nichts zu den Screenshots. Gehen wir mal davon aus, dass das beides Amiga ist dann, ne? Vermute ich auch, ja. Okay. Bounder. Bounder sagt mir gar nichts. Ich glaube, das ist ein Rainbow Art Spiel, oder, Oliver? Mal gerade. Nicht so gut angekommen, ne? Nee, da bist du auch eine Kugel, die ja durch die Gegend
sich bewegt. Ah, von Kremlin Graphics ist das Spiel. Ja. Okay. Ja. Ist okay. Bei der C64-Version gab es übrigens noch ein Bonusspiel dabei. Mit dem Namen Metabolis. Wahrscheinlich war das besser wie Bounder. Das ist ja oft so, wenn man irgendwie noch Bonusspiele dabei packt, dass die Bonusspiele dann mitunter besser sind wie die Hauptspiele. Ja. Oliver sagt, Bounder, sauschere Spiel von Gremlin. Ah ja. Und vermutlich ist das auch hier in die Wertung mit eingeflossen. Da hüpft so, man mit einem Tennisball. Spin Dizzy. Ja. Ein ähnliches Spielprinzip wie bei Marble Madness, nur diesmal ja, wie nennt man das? Eine Pyramide auf dem Kopf, ne? Ach so, das hier unten, ja. Genau, das ist das, was du bewegen musst. Und ja. Ich fand das Spiel auch sehr launig. Und das ist auch eins der Spiele, nach denen ich immer noch auf der Suche bin, weil es mir damals wirklich sehr gut gefallen hat und auch wieder so ein Klassiker ist. 400 Ebenen hier. Das ist reichlich. Hat man was vor sich, ne? Ja. Ja, auch gut angekommen, ne? Ja. Auch eine interessante Grafik. Ich meine, Isometrie, damit kann man mich ja immer anlocken. Und sehr sauber gezeichnet halt. Nichts Matschiges, filigran. Ja, gebe ich dir absolut recht. Klingt gut. Trailblazer, ja. Ja, also ein Abgleich von Ballplacer, oder? Von LucasArts. Ja. Aber war das nicht auch irgendwie eine Kopie von irgendwas? Haben die es nicht... Ich dachte, die wären die Genrebegründer, aber okay. Weiß ich aber auch nicht. Also beide Spiele waren nichts für mich. Es war mir zu abstrakt. Ich hab's mal probiert. Ich komme gerade nicht drauf, wie das ähnliche Spiel auf dem PC hieß, was ich auch probiert habe. Guitar da hatte man, Hero? Nein, das ist ja nicht wie Guitar Hero. Nee. Nein, aber es sieht halt von der Perspektive gerade so aus. Ja, das ist richtig. Man hat ja unterschiedliche Flächen und die Flächen haben unterschiedliche Farben und damit Wirkungen auf den Ball. Und es gibt auch so, da hüpft man mit so einem Raumgleiter über so eine Polygonfläche drüber und muss ausweichen und so. Das haben wir immer gespielt. Das Trailblazer, ich hatte das auf dem C64, da kann ich mich dran erinnern. Aber ich kann mich auch dran erinnern, dass ich nicht so weit gekommen bin und auch irgendwie nie so viel Spaß damit hatte. Das hat uns, glaube ich, nie so gefordert. Madral sagt, 6 Punkte war das eben hier bei Spin Dizzy. Ja, Sound und Musik, 6 Punkte. Ja, gibt wohl nicht so viel. Oliver sagt, Moment, jetzt habe ich Night King übersprungen. Amstrad CPC aka Schneider CPC hatte 1986 die grafisch schönsten Spiele. Ja, über schön lässt sich ja immer diskutieren, ne? Oliver sagt, Spin Dizzy, ich liebe es. Genau das Richtige für diejenigen, denen Marble Madness viel zu leicht ist. Ja. Mhm. Und Bastian sagt, in Italien waren vor den Hallen meistens noch kleine Elektroautos und drin Air-Hockey. Ah, cool. So einen Air-Hockey-Tisch hätte ich auch ganz gerne. Ja, das stimmt. Bei uns vom Kino steht einer. Da kann man dann irgendwie für einen Euro irgendwie 5 Minuten Air-Hockey spielen oder so, keine Ahnung. Und wenn wir uns dann da treffen mit mehreren Freunden und der Film dann halt noch nicht angefangen hat, dann spielen wir ab und zu mal eine Runde Air-Hockey. Aber ist sehr selten. Also natürlich jetzt, aber es war früher dann auch schon sehr selten. Oliver sagt mal, Spin Dizzy ist ein technisches Meisterwerk. Das war unglaublich, wie viele Screens da im Speicher stecken. Ja, 400 Stück ist schon echt nicht schlecht. Da haben sie sich gut was überlegt. Aber ich vermute mal, hier sind dann die Grafiken halt als Vektoren sozusagen gespeichert worden. Da kann man natürlich dann sehr gut komprimieren. Dann ist so ein Level natürlich ziemlich klein. Aber ja, ist schon sehr cool. Oh ja, US Gold. Breakthrough und Xevious, Crystal Castle und Gauntlet. Gauntlet. Hast du damals mal so eine Sammlung von irgendwas mal gekauft? Nein. Ich auch nicht, nie. Ein Freund von mir, ja, ich selbst, nie. Weiß ich auch nicht, warum. Eigentlich ist es ja wahrscheinlich ein ziemlich cooles Angebot gewesen.
Ja, wahrscheinlich schon, ne? Und hier Gauntlet, das haben wir zuletzt gespielt, Selma, oder? Vor 3, 4 Jahren? Ja, richtig. Aber das war der Automat. Den haben wir zu dritt gespielt. Das war der Automat, genau. Aber das war schon cool. Das war sehr cool, ja. Breakthrough, eines der schlechtesten Spiele auf dem C64 überhaupt. Okay. Naja, man muss ja das eine mit dem anderen ausgleichen. Ich weiß es nicht. Oh, Mermaid's Mermaid. Madness, das sagt mir gar nichts. Sagt mir was vom Titel, aber das war nie eine Art von Spiel, was ich gerne gespielt habe. Also, Kann schon mal mit der Grafik hier das, irgendwie überhaupt nichts anfangen. genau. Das ist eins der Spiele, wo ich immer weitergeblättert habe. Ja, ist Oh noch nicht so ja. gut angekommen, ne? Ja. Batman, So, und warte recht, Batman, es ist super. Batman. Batman. Und wo ist Robin? Harte Zeiten für Robin. Der von Ah. zwei Schurken gekidnappt wurde. Doch Rettung naht. Okay. Batman ist schon unterwegs, siehst du? Also, Robin sieht man dann wohl ganz am Ende. Ja. Mhm. Aber sieht hübsch aus, ne? Ja, ne? Da ist sogar die Fledermaus zu erkennen. Ja. Nicht ganz so gut angekommen, aber auch nicht schlecht. Guck mal, Grafik 91, verdient, glaube ich, ne? Oliver sagt, Was denn? Mermaid Madness, ein Guilty Pleasure von mir. Matral Oh sagt, oh. Breakthrough fand ich gut, hat Spaß gemacht. Und jetzt, wo ich hier rumgewechselt bin, Bastian sagt, Augenkriegsgrafik. Ja. Ach so, er sagt zu dem Mermaid Augenkrebsgrafik. Ja, absolut. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ist klar, sind weniger Farben, aber dafür ist der Detailreichtum halt recht hoch. Das finde ich ganz cool. Aber jetzt noch mal eine Anmerkung zurück. Also wir haben hier Höchstwerte bei Grafik und bei Sound, aber trotzdem, wenn man unten schaut, bei den beiden Protagonisten, eher durchwachsene Reaktionen. Und das sieht man, Befriedigend, ne? das ist, ja, dass sie es getrennt haben. Also auf der Ja. einen Seite, wie ist es technisch, und auf der anderen Seite, wie ist der Spielspaß. Und das finde ich auch ganz cool. Richtig. Namen Layer. Ja, alles schön cool. Hier ist es wirklich cool. Also ich glaube, im Moment, ich muss mal gerade gucken aufs Thermometer. Minus 3 bei mir, bei euch, ach Gott, ja. Minus 17. Also ja, Ne, ehrlich? ist cool. Minus 17? Ja, es soll noch kälter werden heute Nacht. Okay, bei uns sind es minus 7. Ich habe auch vorhin mein E-Bike reingeholt. Ich habe mir ja nicht getraut, es stehen zu lassen. Ja, ich war heute Morgen mit dem Hund draußen, minus 14 oder so oben auf dem Berg. Das war auch schon, ja, Ja. frieren einem die Wimpern zusammen. Batman ist das Gut. Titelbild, genau. So, Pyrocross. ein Spektrumspieler sagt mir gar nichts. Mir auch nicht. Sieht aber auch irgendwie ein bisschen interessant aus. Also. Scheint mir so in Richtung Adventure schon so ein bisschen zu gehen, ne? Hier mit Charakter, Inventory und sowas. Ah, okay, ist nicht so gut angekommen. Ja, leider. Bei Layer sind es minus 12. Ja, das ist auch schon angenehm kühl. Aber Arak, das hast du ja gespielt, ne? Nee, aber getrunken, oder? Ist Weiß ich das nicht nicht. ein türkischer Schnaps? Das weiß ich nicht. Du bist der Alkoholprofi von uns beiden. Ja, aber eher auf Weine spezialisiert. Nee, das habe ich auch nicht gespielt. Aber vielleicht lag es daran, dass es nur auf Kassette rauskam. Das könnte sein, ja. Nein, kann nicht sein, Selma, weil die meisten Sachen wurden ja dann auf CD, auf Diskette dann Ach, auf CD geteilt. gebrannt. Nein, das nicht, aber schon von vielen auf Diskette vervielfältigt oder weiterverteilt. Bastian, Aber die möchte wissen, ob du den Grafik. Tesla auch reingestellt hast, nicht nur das E-Bike. Ein Tesla kommt mir nicht ins Haus, weil es ein amerikanisches Auto ist. Oliver klärt auf. Aber Arak ist ein frühes Ja? Metroidvania. Hm. Metroidvania. Gott, Ich spricht finde die mich nicht an, Grafik nicht aber. schlecht. Ja, Ja. guck doch mal, wie detailliert die Pflanzen gestaltet Ja, sind. Das ja. sieht schon ganz nett aus. Das stimmt schon. Aber ja. Wäre Ja, was für dich, glaube ich. ja. Der Aber Kürbis das schlägt hier. zurück. Ja, Hexenküche Ja. ist auch so ein Klassiker, oder? Ist es. Weil die Grafik einfach auch einfach hübsch und niedlich ist.
hier der Thron auf der rechten Seite mit der Krone und Skelett auf der linken Seite, die Kronleuchter mit den Flammen, also das war schon sehr hübsch gemacht und das hat echt auch Spaß gemacht, das zu spielen und auch die Musik war sehr, sehr gut. Mhm. Es brodelt in der Hexenküche, denn ein kleiner Kürbis mixt einen Trank, um die Hexe zu vernichten. Mhm. Oh, hat auch gute Bewertungen bekommen. Und der Kürbis ist ja, glaube ich, gehüpft, oder? Hab's nie gespielt. Ich glaube, ja. Ich hatte das. Deshalb sieht man auch hier rechts, guck mal, über dem Skelett, das ist der Kürbis und der hüpft nach oben und unten. Ja. Stimmt. Bastian fragt, ob du nicht Raki meinst. Dann ist es Raki. Seht ihr? Ich kenne mich mehr aus mit Weinen. Mhm. Danke. So, und hier sieht man, links ist das Bild vom Schneider, CPC, ja. Und rechts ist die Amiga-Fassung. Sieht trotzdem beides gut aus. Ja. Streich mal das trotzdem. Sieht beides gut aus. Ja. Oliver sagt, Hexenküche 2 ist ein sehr interessantes Spiel mit einem Kürbis taktisch durch ein Schloss hüpfen. Mhm. Oh. Guck mal, hier, ey. Er ist aber fesch hier mit Fliegen, wa? Aber erst eine ganze Dose Haarspray in die Luft gehauen und den FCKW. Ja, drei Wettertaft. Ja. Hauptsache, aber die sind, glaube ich, wieder in, glaube ich, oder? Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Wahrscheinlich muss man nur lange genug warten, als die Fliege und der Pullover auch wieder in. Oh Gott. Ja. Sportspiele. Gregor, jetzt haut er aber rein. Also, World Games. World Games. Schon gut, oder? Ja. Auch das hier, diese schottische Baumweitwurf-Meisterschaft, das fand ich auch ganz cool. Aber es war auch, Deutschland war doch dieses Bierfass-Hüpfen, oder? Ja, ich erinnere mich da nicht mehr ganz. Da war irgendwas mit. Deutschland sollte eigentlich ein anderes Spiel bekommen und das wurde dann irgendwie getauscht oder so. An irgendwie sowas erinnere ich mich, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das zusammengeht. Ja, ist irgendwie komisch. Geh mal Deutschland. Genau. Da ist es Barrel Jumping, ja. Zur nächsten Disziplin, Barrel Jumping. Ja, ja, weil Barrel Jumping ist ja nichts, was irgendwie besonders in Deutschland ist, oder? Gibt es doch in das Deutschland gar nicht. Nee, gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht. Was aber cool war, war, in den USA konntest du auf dem Bullen reiten. Das war auch ganz witzig. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Wir fanden das auf jeden Fall lustig, weil es halt mal, ich glaube, das war bei euch wahrscheinlich auch so, dass es halt mal andere Sportarten waren, ne? Nicht so dieses, was man eigentlich schon aus dem Fernsehen kannte. So ist es. Und es ist ein Epic-Spiel, da konnte eh nichts schief gehen. Die waren alle genial. Mhm. Scallop sagt, Arak mit Doppel-R ist ein Schnaps, der ursprünglich aus Südostasien kommt. Hattest du doch recht. Okay. Leia sagt, das war ein schönes Spiel. Das stimmt. Genauso wie das hier. Das habe ich auch gespielt. Ich auch. Also zur Frühzeit des 64ers habe ich diese Art von Spiele wie International Karate oder was gab es denn noch? IK Plus. Genau. Was denn noch? Exploding Fist. Kannst du dich daran noch erinnern? Ich kann mich noch eins erinnern, wo man auf einem Screen richtig rumhüpfen musste, so plattformmäßig. Mhm. Bruce Lee irgendwas? Karateka, oder so? Ja. Bruce Lee war eher ein Plattformer. Ja, ja, das meine ich aber. Das meine ich aber. Ja, Bruce Lee ist fantastisch. Also, das ist ein grandioses Spiel. Kommt, glaube ich, nicht in dieser Ausgabe. Oder vielleicht doch, vielleicht haben wir Glück. Aber International Karate sehe ich gerade, habe ich sogar hier im Regal. Das muss ich mal wieder rausholen. Weil das Coole war auch hier, dass es einen schönen Bildhintergrund gab und dass man auch hier sehr taktisch agieren konnte. Woran ich mich nicht erinnern kann, ist, dass die Sphinx solche Brüste hatte. Stimmt, jetzt wo du sagst. Aber ich glaube, das ist die Amiga-Version, ne? Geh mal runter, guck mal. Es gibt gar nicht. Das ist wahrscheinlich die Atari ST-Version, ne? Steht diesmal nicht drin. Na, nee. Super. Doch hier, die C64-Version Bild links, Atari ST rechts. Ja. Okay, okay. Ja.
Moment, jetzt muss ich hier mal aufholen. Leia sagt, das war auch toll, Way of the Exploding Fist. Das habe ich nicht gespielt, glaube ich. Welches war das denn, wo einem so Kürbisse entgegengekommen sind, die man schlagen musste? Keine Ahnung. Okay. Oliver, Hilfe! Von Bruce Lee gibt es eine neue Version für den C64, sagt Leia. Und Oliver sagt, die Atari ST-Version von International Karate war außergewöhnlich hübsch. Ja. Mhm. Vor allem die Sphinx, die hat so eine schöne Nase. Bastian sagt, Diskette mehr als doppelt so teuer wie Kassette bei International Karate. Das war öfter so. Also das ist mir eben auch schon mal ausgefallen, dass die Diskettenversionen extrem viel teurer waren. Ja, und heute ist vierfache. Nee, ich glaube nicht, dass die Diskettenversion umfassender war. Disketten waren einfach nur teurer. Und natürlich viel schneller zu laden. Und dadurch, dass sie teurer waren, wurden sie auch weniger verkauft und deshalb sind sie jetzt umso teurer. Mhm. Oliver sagt, von der C64-Fassung gibt es eine Homebrew-Version mit Kinect-Steuerung. Mhm. Das wäre was für dich, Alexander. Oh ja, da kann ich ein paar Funde verlieren. Ah, danke. Leia und Oliver wissen es natürlich. Das mit den Kugeln war IK+. Dann habe ich das auch gespielt. Okay. Also, damals waren das echt coole Spiele. Und heute lassen mich solche Spiele total kalt. Ich finde es total uninteressant. Keine Ahnung, warum. Mich auch. Bastian sagt, war das nicht bei IK Plus mit den Kürbissen? Scheinbar schon, ja, genau. Aber ist gut angekommen. Mhm. Das kenne ich nicht. Ich auch nicht. Sei Combat! Ah, für den Spektrum, deswegen kenne ich es nicht. Aber sieht auch nicht schlecht aus. Ja, die quadratischen Bauchmuskeln, schon beeindruckend. Ja, besser quadratisch wie gar keine, wie wir. Das stimmt. Ich habe welche, ich verdecke sie halt nur. Ach so, damit sie dir kleiner klaut, ne? Damit ich nicht friere. Ah so. Das kenne ich auch nicht, aber das wäre ja was für dich gewesen, was? Ja, aber ich glaube, damals hätte ich schon die Grafik nicht so toll gefunden. Denn wenn man das direkt mit Leaderboard-Golf vergleicht, sind da schon Welten. Das kommt ja gleich noch, glaube ich. Kommt noch, ne? Glaube ich auch. Aber man konnte halt hier... Ist das nur ein Construction-Set? Ist da ein Spiel mit drin, oder ist das nur so eine Art Map-Editor? Nee, ich glaube, das ist ein Golfspiel, wo du die Plätze selber machst. Ja, ja, eigentlich eine coole Idee, ne? Stimmt schon, ja. Ja. Leia sagt, das hat was von Bodokan, dieses hier. Mhm. Okay. Das kenne ich nicht. Oder zumindest habe ich da jetzt nicht so Bilder im Kopf, glaube ich. Hier, so. Leaderboard. Super. Ganz tolles Spiel. War mein erstes Golfspiel, was ich auf dem 64er gespielt habe. Also das von die ist die 64er-Version. Das sieht nach der Atari Atari-Version aus. Ja, würde ich auch so sehen. Aber auch schon die 64er-Version war cool. Und ich fand es cool, dass man zusehen konnte, wie sich die Grafik aufbaut. Mhm. Weil das war schon ganz witzig zu sehen, wie da die einzelnen Elemente kommen. Es war auch nicht zu lange, dass es einem langweilig oder blöd vorkam. Also zumindest damals war das echt angemessen von der Zeit und witzig. Ich glaube, jetzt, wo ich das Bild sehe, das habe ich auch gespielt. Aber ich glaube, da wusste ich mit Golf nichts anzufangen. Da war ich noch viel zu jung und habe einfach rumprobiert. Na, guck mal, ob du jetzt was anfangen kannst. Was für einen Schläger würdest du jetzt nehmen? Ich weiß nicht mal, wo das Ziel ist. Bisschen beim Abschlag. Ganz hinten. Ganz, achso, hier, da, ne? Ja, da ist das Ziel. Also, was nehmen wir da? 359 Yards. Ja, den 1W. Ich möchte drei Schläger von dir. Ich nehme da den 1W. Okay. Was ist ein W? Okay. Okay, ein Holz. Bounces. Für die Golfprofis. Also, hatten ich würde wir Holz nicht eben 2 oder 3 nehmen. Nee, das war Bounder, was wir gerade hatten. Ach, Bounder. Er sieht auch ein bisschen anders aus. Golfkenntnisse prahlen und dann wirkt er mich einfach ab. Jedes Mal, wenn du mich jetzt so schulisch abfragst, übergehe ich das gekonnt. Okay, okay. So, das Interessante an diesen Bounces ist, dass diese Ritter ja mit so Art Gummibänder befestigt waren, rechts und links. Ah, okay. Aber mehr kann ich mich nicht mehr erinnern an dem Spiel. Welche Sportart? Aha.
es gleichzeitig Kampfsport und Ballspiel ist. Jetzt kommt es. Beide Spieler sind mit einem elastischen Stahlband an einer Wand festgebunden. Okay. Elastischer Stahlband. Je weiter sie sich in Richtung des gegnerischen Spielers bewegen, desto stärker wird der Zug von diesem Band. Nach wenigen Sekunden ermüden die Spieler und werden von den Bändern in die eigene Hälfte zurückgezogen. Beide Spieler sind mit einem Snatcher ausgerüstet, einer Art Tennisschläger, in dem die Slugdominum-Kugel eingefangen werden und dann wieder weggeschleudert werden. Zusätzlich lässt sich dieses Snatcher auch als Schlagwerkzeug benutzen. Das klingt irgendwie interessant. Um ihren Gegner mal eins auf den Deckel zu geben oder in die Magengrube. Okay. Klingt interessant. Ja, sagt Bastian auch. Klingt irgendwie interessant. Das Lustige ist, beide Spieler sind mit einem Snatcher ausgerüstet. Wie heißt denn diese kleine Kugel bei Harry Potter, bei Quidditch? Heißt sie nicht Snatch oder so? Die mit den Flügeln, die gefangen werden muss? Das weiß ich nicht. Das fände ich lustig, wenn das hier schon angelegt war. Harry Potter-Fan. Aber vielleicht einer unserer Zuschauer. Das werden wir gleich im Chat erfahren. Jetzt frage ich die Zuschauer ab. Meinst du, das schreckt die ab? Na, das ist mir egal. Super. Bastian sagt mit den Grafikaufbau bei Links auch noch. Ja, das war bei ganz vielen Golfspielen. Nicht nur bei Links und bei Leaderboard. Das haben sich viele abgeguckt. Und Oliver sagt, Bounces war so ein Fantasy-Sport-Duell, war mit meinem Freundeskreis total angesagt, konnte ich nichts mit anfangen. Und Bastian sagt auch, Bounces hört sich interessant an. Und Bellis sagt, das Ding, was du meinst, heißt Schnatz, Snatz. Ah, danke schön. Mhm. Aber so ähnlich, ne? Snatcher ja, und Snatch. Scallop sagt, klingt nach einer Mischung aus Pelota und Kampfsport. Was? Ah, Pelota? Ist das nicht dieses mit diesem, ja, gebogenen großen Schaufelhandschuhen, die man da hat, um diesen Ball zu spielen? Ah, was man in Florida spielt? Keine Ahnung. Selma, ich hole mir nur ein Wasser, beantworte noch mal ein paar Zuschauerfragen. Hol mal ein Wasser. Ah, Scallop sagt genau. Ja, ich erinnere mich dran, das gab es irgendwie in irgendeinem Bud Spencer und Terence Hill Film mal, deswegen kenne ich das. Prodigy. Ah, das gehörte noch zu der Zeit, wo man sich nicht so getraut hat. Mit Screenshots. Deswegen macht man hier so ganz kleinen hin. Das ist auch so ein ISO-Spiel von Electric Dreams. So, da bin ich rechtzeitig zur Fight Night. Meine Damen, meine Herren, auf der rechten Seite Hercule Poirot mit seinem Tarnnamen Jürgen. Und auf der linken Seite Harry Potter mit seinem Tarnnamen Winnie. Richtig. Let's Rumble. Hast du Boxspiele gespielt, Selma? Ich habe, wie hieß das, 4D Sports Boxing oder so gespielt. Okay. War ziemlich begeistert davon, weil das halt so richtig in 3D war, in Anführungsstrichen 3D. Es war schon richtig polygonales 3D, aber der Hintergrund waren halt nur so Sprites und so. Das war schon ziemlich cool, das hat mir echt gut gefallen. Auch wenn ich nicht so ganz verstanden habe, was man da macht, aber das war so ziemlich das einzigste Boxspiel. Natürlich, und Indiana Jones 3. Ja, bei Indiana Jones 3, da ging es ja um ein hehres Ziel. Hier ist es ja wirklich nur ja, Sport und das hat mich nie besonders begeistert. Das einzige Mal, wo ich es richtig intensiv gespielt habe, war, glaube ich, in der ersten Woche, wo ich die Wii hatte. Weil da war ja auch, glaube ich, ein Boxspiel dabei. Ja. Aber seitdem und davor eigentlich nie. Nee. Ich nicht mein auch, Genre. Nee, insgesamt, ich bin auch kein Boxfan. Also. Nee. Eine Sportart, wo man hinterher blutet und Kopfschmerzen hat. Ja, gut. Leia sagt, das kommt ihm bekannt vor. Ja, angeblich kann man sich hier seinen Kämpfer dann so zusammensetzen aus mehreren, aber. Aha. Ja. Ah, okay, rechts ist der Body. Jetzt sehe ich das. Ja, ich genau. Dachte, das wäre die Nose, aber nee, ist ein Body. Ja. Okay. Ist auch nicht so gut angekommen. Okay. Super Bowl. So, hier passend zum ja, achten Sieg von Bradley, ne? Wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Super Bowl. Ja, aber ich also, glaube, da gibt es ganz schön viele Bälle. Nee, das sind nicht die Bälle, das sind die dicken, fetten Spieler. Ach so. Ja. Also, ich gestehe, ich habe zu der Zeit kein American Football Spiel gespielt. Das erste Mal habe ich das tatsächlich gespielt auf dem Amiga und zwar von CinemaWare.
dieses TV-Sport-Football. Mhm. Und da war das halt cool, weil da ein Rahmenprogramm drumherum war mit Fernsehen und ähnliches und Moderatoren. Und da war auch das, da wurde einem das Spiel auch einigermaßen vernünftig in der Anleitung erklärt. Das hier sieht ja schon ziemlich hardcore aus, oder? Mhm. Das sieht ja eher aus wie so ein Simulationsprogramm für angehende Footballtrainer am College. Ich glaube auch, dass es mehr Simulation ist. Den man anfangs als einzelne Figuren steuern kann. Okay, die Mitspieler verhalten sich genau nach der Marschroute. Mit dem Vollknopf wirft man den Ball zu seinem Mitspieler, wobei man durch die Länge des Drucks den Adressat bestimmt. Oh, das klingt frickelig. Sobald dieser den Ball gefangen hat, kann man ihn steuern. Also kann man sie doch dann selbst steuern, ne? Dann scheinbar, ne? Aber ja, hübsch gemacht ist es nicht. Nee. 2-on-2-Basketball. Das sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus, aber ich bin schon bei 1-on-1 ausgestiegen. Ach, 1-on-1 gab es auch schon? Das, ich glaube schon, das war auch so ein 64er-Titel, oder? Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall, 2-on-2 sieht eigentlich ganz interessant aus, aber Basketball war auch nie so mein Ding. Vielleicht, weil ich ihn echt auch da ein bisschen versagt habe. Ich bin nicht besonders groß und das ist dann in der Schule bei Basketball irgendwie doof. Hier, guck mal, hier spielen die Harlem Heini gegen den Next-Opponent, die Wizards. Ja, also Heinrich ist dafür berüchtigt, dass er ein ganz, ganz großer Sportfan war, vor allem Eishockey, und dass jedes Spiel schon mal einen Bonus bei ihm gehabt hat, was in die Richtung ging. Ja, während jede Wirtschaftssimulation, die er gehasst hat, schon einen Minuspunkt hat in der Bewertung. Ja, ja, das sieht man hier auch sehr deutlich. Ja, das sieht man. Oh, jetzt ist es richtig interessant. Auf geht's. Porn. Fantastisch, fantastisch. Habe ich nie zu Ende gespielt, habe immer angefangen, aber ich war damals im Englischen nicht so firm, dass ich wirklich damit vernünftig umgehen konnte. Was schon cool war, war, dass es ja kein Text-Adventure mehr im klassischen Sinne war, sondern dass du durch die Maus oder durch die Joystick-Steuerung dir ja die Verben und ähnliches aus diesen Pull-Down-Menüs ausgesucht hast. Und die Grafiken waren cool. Welche Version hast du gespielt? Also vermutlich nicht Amiga. Die Atari-Version. Amiga. Nee, die Amiga-Version. Mhm. Da ist auch gut angekommen. Ja, und halt dann auch Jahre später. Also ich habe es 88, 89 gespielt. Ich glaube auch, wir werden mal uns mal daran versuchen, das ein oder andere Text-Adventure im Replay einfließen zu lassen, glaube ich. Ne? Oh ja, das machen wir echt. Da habe ich heute wieder dran gedacht, dass wir unbedingt mal ein Infocom-Adventure spielen müssen. Mhm. Ja. Oliver sagt, ohne Original war eh nach 100 Schritten Schluss. Und Bastian sagt, ich habe früher Street Sports Basketball auf dem C64 gespielt. Gab's auch mit Fußball. Ja, stimmt. Daran erinnere ich mich auch. Aber nur vom Namen her. Selbst gespielt habe ich es nicht. Oh, hier, guck mal. Mastertronics. Hotshots. Ja. Kickstart ist, glaube ich, ganz gut. In der Mitte links. Mhm. Ja, okay. Ja. Oh, Star Trek. Guck mal. Mhm. Grafik 9, 150 Sound 3. Mark. 150 Mark für ein Spiel. Lizenzspiel. Genau, CBS hat da voll die Hand aufgehalten. So, Star Trek C64. Mir sagt das Spiel nichts, Selma. Dir? Sie übernehmen die Rolle von Captain Kirk, der einen Einsatzsimulation, die Kobayashi-Alternative, testen soll. Kann es sein, dass die für dieses Spiel die beiden langweiligsten Screenshots ausgewählt haben, die es gibt? Weil ich habe es mir jetzt mal hier angeschaut. Da sieht die Grafik viel besser aus. Das sind sogar die Gesichter und alles zu erkennen. Oder ist es ein anderes Star Trek? Ich glaube, du meinst ein anderes. Geh mal zu Mobi Games. Lass uns mal checken. So, das muss 86 oder so gewesen sein, ne? Machen wir mal so und dann Star Trek Variants. Gucken wir mal da. Nee. Nee.
Ich glaube, das ist auch nicht das Richtige. Star Trek Fangames. Gucken wir mal hier richtig bei was mit. Ich vermute mal, das hatte eine richtige Lizenz. Aha, Star Trek Licenses. So, gucken wir da nochmal. Da. Mhm. Stopp. Da, 86. Da, das ist es. Okay, mach mal auf. Nee, siehst du? Das ist das, was ich meine. Doch, das ist es, ja, okay. Alles klar, dann ist es ein anderes, was ich hier gesehen habe. Ja, okay. Weil ich erinnere mich hier dran. Mhm. Ich hatte das auch mal irgendwie, die waren, keine Ahnung, auf und bin dann auch in so einem Text-Dingens gelandet und dachte, wir dachten die ganze Zeit, das wäre so ein Shareware-Game. Weißt du, weil wir vorher diese Track-Varianten gespielt haben. Die gab es ja auch als Shareware, wo man dann ein Raumschiff hatte, was aussah wie die Enterprise, aber natürlich nicht die Enterprise war und so. Ja, super. Ja. Ja. Nee, okay. Oliver sagt, Spellbound war gut, also aus der Sammlung noch. Und er sagt auch, das, was du meinst, ist ein anderes Star Trek-Spiel. Das kam dann von Firebird raus. Ja, also welches ich neulich das hier, das habe ich neulich mir gekauft. Die DOS-Version. In der DOS-Variante? Ja, und das, weil es das erste war, was schon Grafik hatte. Ja, das war das, was ich meinte mit Chekhov und allen und Spock, ja. Mhm. Hier, die ST-Version. Eieieiei. Warte. Hier, die DOS-Version. Okay. Hast du nicht gesagt, man kann die Charaktere erkennen? doch, wenn man weiß, wer es ist. Ja, dann ist ja genau, die 64er-Version noch mit die beste. Mach mal auf. Sieht also aus ein bisschen wie die Beatles unten, oder? Ja. Also die ST-Version ist definitiv die hübscheste Version. Ja. Sagt man auch nicht oft, aber nee, nicht so. Aber das kann man hier wirklich sagen. So. Aber ich habe es halt gekauft, weil es, glaube ich, aus dieser Liste das erste war, was einigermaßen vernünftige Grafik hatte. Weil diese hier sind alle noch, das ist das davor, das sind alles noch so Text-Adventure. Mhm. Und dann kam halt das Rebel Universe und dann First Contact fehlt mir noch. Aber das ist auch schon nicht mehr Simon Schuster. Da hat man halt auch schon richtige Grafik. Aber das ist, keine Ahnung, das ist so unbekannt. Da kommt man eh nicht dran. Und dann geht's schon hier mit diesem, gar nicht, ja. Ja, die habe ich ehrlich gesagt nie gespielt. Also ich bin erst bei den Adventures wieder eingestiegen, bei den 25th Anniversary. Ich habe die auch nie gespielt. Also, ja. Ich glaube, das Final Frontier, das sah noch ganz okay aus. Genau. Oh ja. Hier, die DOS-Version, sehr die sieht schön. Echt gar nicht schlecht aus. Ja, sehr gut sogar. Das fehlt mir halt noch. Ich muss sagen, für ein DOS-Spiel von 89 sieht das echt schon fantastisch gut aus. Ja. Aber die ist auch sehr, sehr selten. Also, das ist wirklich das erste 25th Anniversary, was ich auch gespielt habe und was wirklich super aussieht. Mhm. Ist es, ja. Die Grafik stammt von Pete Lyon. Bei dem DOS-Spiel hier? Bei dem hier? Oder welches meinst du? Sagt er bestimmt gleich. Gucken wir gleich nochmal rein. Okay, also das Star Trek auch insgesamt nicht so gut angekommen, ne? Ja. Jewels of Darkness? Ist das was für dich? Nee, das für mich kommt mir gar nicht bekannt vor. Nee. Das ist für mich auch nichts. Auch eher nicht so gut angekommen. Borrowed Time? Oh ja. Das ist ein fantastisches Spiel, weil man das wirklich komplett mit dem Joystick spielen konnte auf dem 64er und dann natürlich mit der Maus auf dem Amiga, Apple und auf dem Atari. Hm. Und ja, du wachst, glaube ich, in der... Ist es Burrow Time, wo man in der Toilette aufwacht ohne Gedächtnis oder ist es das andere? Nee, das ist Déjà-vu. Burrow Time fängt an, dass du in deinem Büro sitzt und ein Mandant dran kommt. Also wirklich im ganz klassischen Sinne ein ganz tolles Adventure. Übrigens von Brian Fargo, einer der drei Auftragsproduktionen, glaube ich, die er abliefern musste.
Und dann hat er genug Geld gehabt, um Bard's Tale zu machen. Interessant. Hast du es in deiner Sammlung? Ja. Ah ja. Habe ich, aber noch nicht seitdem gespielt. Und das war auch eine ganz interessante Sache, wenn ich das sagen darf. Wenn man das haben möchte und dann bei eBay guckt, da sieht man dann wirklich Preise, das sind unglaublich, 70, 80, 90 Euro. Und ich hatte nur die Spielepackung bei einem gesehen und habe die dann gekauft für, glaube ich, 20 Euro. Und dann habe ich ein paar Monate später die Diskette. Dann habe ich die Diskette für 10 Euro gekauft. Und wieder ein paar Monate später hat jemand Diskette und Anleitung verkauft, nochmal für 10 Euro. Und dann hatte ich dann am Ende 45 Euro ausgegeben für ein Spiel, was dann wie neu aussieht. Ich habe dann natürlich die Elemente gewechselt, darauf geachtet natürlich, dass es die gleiche Edition war, sonst macht das ja keinen Sinn. Aber das ist kein Problem bei Borrowed Time, weil da gab es halt nur eine Auflage vom 64er. Und das war dann echt, so bin ich an meine schöne Version rangekommen. Also so kann man auch vorgehen. Und das ist eine Methode, die ich bei den ganz teuren Sachen tatsächlich häufiger anwende und auch funktioniert. Ja, da muss man aber dann auch Glück haben, ne? Ja, und Zeit. Und da denke ich mir selber, hey, ich habe vor, 96 zu werden, das sind noch 46 Jahre. Bis dahin wird bei eBay oder wie der Nachfolger heißt, garantiert das irgendwann kommen, wo ich dann zuschlagen kann. Ja. Ah, Oliver meinte die Grafik von Rebel Universe, die ST-Version. Ja, die sind gut. Perry Mason. Ach du Scheiße, das kenne ich gar nicht. Würde ich glaube ich auch nicht spielen. Oh ja, das kenne ich auch. Genau, ich habe es nicht gespielt, weil es zu viel Text war. Aber es ist eine coole Serie, weil Perry Mason war ja doch ein Anwalt. War doch eine Anwaltsserie, ja, oder? Richtig. Und ich glaube, dass es dann wirklich auch um tatsächliche Fälle geht, die man da hier wirklich spielen kann und wo man dann selber der Verteidiger ist und ja, den Mörder, den tatsächlichen Mörder entlarven muss, weil natürlich der Mandant immer unschuldig ist. Und das ist ein Spiel, das ist das erste Spiel heute Abend, was ich mir aufschreibe, was ich nicht auf meiner Watchlist hatte, was aber unbedingt schon vom Berufswegen selber auf meine Liste gehört, oder? Natürlich, klar. Absolut. Ist auch gut angekommen. So, Perry Mason aufgeschrieben. So. 150 Mark. Ist, ja, 70 ja, bis 150. Unglaublich. Unglaublich, die Preise. Und dann jammern heute die Leute über die Preise, ne? Ja gut, dafür hattest du für 150 Mark ein komplettes Spiel. Also musst du es nicht nochmal 50 in irgendeinen DLC-Charakter investieren, wenn du das komplette Spiel haben wolltest. Ja, aber wenn du für die PS5 Demon's Soul kaufst für 79, hast du, glaube ich, auch das komplette Spiel. Keine Ahnung. Ich glaube schon. Egal. The Boggit. So, was ist denn das? Das ist wohl eine Parodie auf The Hobbit. Das ist der nächste Titel, der hier aufgeschrieben wird. The Boggit, das ist ja witzig. Weil den Hobbit und Lords of the Rings, The Fellowship, die habe ich und die möchte ich irgendwann mal gerne spielen. Ja, dann. Aber nicht alleine. Wir müssen die mal wirklich zusammen spielen. Na klar. Weil ich glaube, wenn ich alleine so ein Text-Adventure spiele, werde ich irgendwann zu frustriert sein. Und ich habe immer noch die tolle Erfahrung mit dir. Deborah Bin, wie hieß das Spiel? Obra Dinn. The Return of the Obra Dinn. Also, ein ganz tolles Spiel, liebe Zuschauer. Vor allem, wenn man es zu zweit spielt, dann schafft man es auch. Und wir haben es komplett gelöst. Ohne fremde Hilfe. Und da bin ich immer noch richtig stolz und wirklich ein fantastisches Spiel. Sowas immer zu zweit spielen. Immer zu zweit. Das zähle ich ja auch zu den Spielen, die man zu zweit spielen sollte. Obwohl es nicht so gut ist. Ach, da. Okay. Wenn es einen Lacher gibt, hat es sich schon gelohnt. Hier, Paint. Hast du gesehen, die Werbung für Paint? Ja, und für Video Deluxe und für Print Deluxe. 249 D-Mark. Leather Goddess of Phobos. Hab ich. Okay. Auch sehr gut. Auch sehr gut, ja. Aber auch noch nicht gespielt. Das sind die Sachen, die ich mir für dich habe. Aber das hier hast du. Das habe ich nur als Diskette. Und vielleicht habe ich es diese Woche. Mal schauen. Gucken wir mal. Ganz tolles Spiel. Vor allem, das Spiel ist von 1986 und es gab sogar eine deutsche Version von Activision, wo die Texte übersetzt waren. Stimmt. Nicht nur die Anleitung. Und das war für einen 16-Jähriger zu der Zeit schon ziemlich cool. Stimmt, ja.
Und zwar geht es darum, dass man an Bord eines Mississippi-Dampfers ist. Man ist ein Privatdetektiv mit seinem Assistenten und es geschieht ein Mord an Bord. Und man hat dann, ich glaube, 2 oder 3 Tage Zeit, den Mord aufzuklären und muss dann wirklich von Kabine zu Kabine die Leute befragen, sich dann merken, was hat jemand erzählt, nach Indizien suchen, um dann am Ende den Mörder zu entlarven. Und alles gesteuert der Maus mit einer tollen Musik, mit einer tollen Grafik. Joystick, nicht Maus, Entschuldigung, mit dem Joystick wurde das gesteuert. Also ein ganz, ganz tolles Spiel, gehört zu meinen absoluten Lieblingsspielen und ja, ich hoffe, dass es demnächst mal Teil meiner Sammlung wird. Freeze, hallo, guten Abend. Nicht schlimm, wenn du zu spät bist. Du kannst dir ja die Aufzeichnung dann später nochmal bei YouTube angucken, wenn du magst. Und Oliver sagt, Murder on the Mississippi war großartig. Und Leia 8 sagt, das hat er gespielt. Er war in der 4. Klasse. Ah. Super, sehr gut. Und bei diesem Spiel habe ich endlich mal gelernt, wie man Mississippi schreibt. Stimmt. Ja. Nee, ist wirklich so. Also 4S und 2P. Ja, aber das muss man wissen. Das stimmt, das stimmt. Bastian sagt, die ägyptische Figur von Deluxe Band ist eines der bekanntesten Bilder auf dem Amiga, oder? Kennt irgendwie jeder. Ja, und diese Figur ist Tutanchamun. Ja, richtig. Ach, Heart of Africa. Also tut mir leid, hier geht langsam was ab bei mir. Das Herz von Afrika. Ich war ja ein ganz großer Fan von den Spielen von Dan Button. Du Mule warst? Habe ich geliebt, bin ich immer noch. Ja. Mule finde ich total genial. Seven Cities of the Gold war das allererste Spiel, was ich auf meinem neuen 64er gespielt habe. Komplett, ich weiß nicht wie lange, wie viele Wochen. Und dann dieses Herz von Afrika. Und wir hatten vorhin drüber gesprochen, Eltern schicken Computerspiele zu kaufen zum Geburtstag. Ich hatte mir zum 16. Geburtstag 2 Spiele von meinen Eltern gewünscht. Murder on the Mississippi und das Herz von Afrika. Und beide habe ich bekommen und beide sind jetzt hier hintereinander in der Zeitschrift. Das ist echt ein unglaublicher Zufall, oder? Ja. Das ist echt der Hammer. Und das Spiel ist genauso fantastisch. Und da muss ich echt mal ein Replay machen. Da kommen wir nicht drum rum, Selma, über dieses Spiel. Ich habe es nie gespielt, ich kann dir das nicht sagen. Es sieht aber sehr, sehr interessant aus. Also könnte genau ist das Richtige für mich sein. Weil du Afrika aufdeckst und erforschst und du bist im Prinzip auf der Suche nach der Quelle des Nils. Mhm. Und das ist schon ganz cool. Das stimmt. Leia sagt, Tutanchamun. Hattest du das nicht gesagt? Ja. Und Oliver sagt, das Herz von Afrika fand ich super. Und Leia fragt, was macht man im Herz von Afrika? Ja, dann erklärst du vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter. Also man ist ein Forscher, ich würde sagen Ende des 19. Jahrhunderts. 1890. Ach, siehste, ich bin sehr gut. Und man beginnt, ich glaube, in Ägypten. Da waren ja die Engländer zu der Zeit. Und hat dann die Möglichkeit, Afrika zu erforschen. Und man braucht dafür Lebensmittel, man kann Handel treiben, man hat eine Schaufel, man kann Sachen ausbuddeln, man kann ein Kanu nehmen und auf den Flüssen fahren. Und es geht in Wirklichkeit darum, ganz Afrika aufzudecken und Geheimnisse zu entdecken, die dort verborgen sind, wie zum Beispiel die Quelle des Nils. Oliver sagt, die Spiele von Dan Bunton sind mit daran schuld, weshalb ich bei Ultima immer die Nase gerümpft habe. Ja, das stimmt, das stimmt. Die hatten halt eine unglaubliche Tiefe und wir können Oliver, glaube ich, schon mit Fug und Recht sagen, dass er einer der Mitbegründer von Open-World-Welten war, ne? Mit seinen Spielprinzipien, die er hier aufgestellt hat. Mhm. So, ja. Serenity, der dritte Weltkrieg. Ja. Grafik. Oh, 0. Hat aber eine gute Bewertung bekommen. Okay, ich schreib's auf. Mit Trinity liegt das erste Adventure von Infocom vor, das geschickte Fantasy-Elemente mit realen Gegebenheiten und Orten verquickt. Brian Moriarty reist quer durch die Welt, um möglichst viele Informationen dafür zu sammeln. Eine Neuheit bei den Infocom-Spielen, Zitate von Schriftstellern, Politikern und anderen berühmten Persönlichkeiten werden an Schlüsselstellen im Spiel eingeblendet. Hm? Okay. Klingt interessant. Alternate Reality klingt, sieht deswegen nicht so interessant aus. Aber ist von Heinisoft.
Okay, aber das hat nichts mit der Serie auf Netflix oder Amazon zu tun, oder? Irgendwas mit Cyberpunk? Nee, ne? Das nee, weiß nee, ich nee. Nicht. Das ist was ganz anderes hier. Sagt mir nichts. Nee. Ist auch nicht so, ne? Madral sagt aber, Trinity ist ein sehr interessantes Spiel und Oliver stimmt dir deiner Theorie der Open World Spiele zu. Dann, Madral, führ das mal aus, was daran interessant ist. Wir blättern schon mal weiter, aber ich komme da gleich noch drauf zurück. The Bard's Tale. The Bard's Tale. Hunderte Male angefangen. Und ja, in Scarabre direkt gescheitert. Ich habe es nie gespielt. Diese Art von RPGs waren zu alt für mich, um sie wirklich zu verstehen. Und ich war dann überwältigt, als ich mit RPGs angefangen habe, was dann halt danach rausgekommen ist. Mhm. Also Wizardry, Eye of the Beholder, Ultima Underworld und so weiter. Die haben mich dann so weit verdorben, sage ich mal, dass ich als Kind, Jugendlicher diese nicht mehr zu wertschätzen wusste. Ich glaube, jetzt ist das anders, aber damals... Das wollte ich sagen. Also ich überlege jetzt gerade ernsthaft daran, ganz vorne anzufangen. Also wirklich mal ein Ultima 1 zu spielen, wirklich mal ein Bard's Tale 1 zu spielen oder ein Wizardry 1 oder vielleicht von Epic Games dieses Temple of Abshai, was ja der Urgrund oder der Begründer dieses Genres ist im Wesentlichen, weil das ja eine Adaption von einem Spiel war, was auf den Mainframes auf den Universitäten an der Ostküste gelaufen ist oder Westküste, glaube ich, besser gesagt. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt und der Tatsache, dass man jetzt auch an die Anleitung kommt und man dann halt wirklich die Anleitung sich durchlesen kann und dann auch versteht, was man da macht. Aber ich habe da echt große Lust und sobald ich Lancelot fertig habe, Selma, privat, werde ich eins von diesen drei Titeln mal probieren. Aber vielleicht werde ich bei Bard's Tale das Remastered nehmen, was ja vor 2-3 Jahren rauskam. Mhm. Weil das grafisch einfach ein bisschen netter ist und weil es auch ein Automapping gibt. Das ist vielleicht auch gar nicht so unschlau. Ja, und vor allen Dingen der wichtigste Teil, also das, was mir Rollenspiele, gerade so alte Rollenspiele, schnell vermiest, ist Grinding. Also immer wieder das Gleiche machen, nur um genug Erfahrungspunkte zu haben, um genug Level zu haben, damit ich den nächsten Schritt in dem roten Faden, der mir vorgelegt wird, machen kann. Und auch Bard's Tale und gerade die Ultimas und Wizardries, die ersten, die sind halt voll mit diesem Grinding. Und das ist halt einfach überhaupt nichts für mich. Komplette Zeitverschwendung. Damals wäre das natürlich was anderes gewesen. Ich glaube, vielleicht als Kind hatte man ja nicht so viele Spiele. Und dann hätte man das, glaube ich, weil es auch neu ist und neue Mechaniken, ist das nicht so ausgelutscht. Aber heute habe ich das schon alles gemacht. Ich glaube, ich würde da relativ zeitig die Flinte ins Korn werfen. Ich bin auch nicht sicher, ob ich da so lange an der Stange bleibe. Ich bin echt gespannt auf das Experiment und ich werde dann irgendwann im Laufe des Jahres mal darüber berichten. Da bin ich gespannt. So, kurz nochmal zu Alternate Reality. Sagt Oliver, Alternate Reality war ein sehr interessantes RPG. Hastur sagt, Bard's Tale, super Game. Und Oliver führt weiter, das hatte eine flüssige 3D-Darstellung und das auf einem Atari XL. Oh. Klingt interessant, ja. Alleine mal das zu sehen. Madral sagt, Trinity bringt dem Spieler zu historischen Atombombenbegebenheiten. Super Story. Ah ja, das klingt auch so ein bisschen, als wäre es was für mich. Vielleicht schreibt sich das Alexander nochmal auf. Ich habe es aufgeschrieben, ja. Ah ja, okay. Oliver sagt, ich bin noch gerade auf eBay. Oliver sagt, Bard's Tale war richtig Arbeit, um da reinzukommen, aber ich mochte es sehr gerne. Und Madral und Beefy stimmen denen zu. Und Beefy würde dir auch lieber das Remake von Bard's Tale empfehlen. Genau wie Oliver, weil da die Steuerung besser ist. Also ich habe auch das Remake gespielt und bin, glaube ich, zur Hälfte durch den ersten Teil durch. Im Moment ist mir nicht so danach. Da kommt es dann irgendwann wieder eine Welle und dann spiele ich den weiter. Na, wunderbar. Also, Info kommt für $79 plus Versand aus den USA. Vielleicht gibt es das auch noch mal günstiger. Genau, und der Hund hat die eine Ecke angeknabbert. Ja. Super.
Dennis sagt noch, er spielt gerade das Remake von Bard's Tale, findet er klasse, sehr zu empfehlen. Auf dem Amiga war es aber auch richtig gut, sagt er. Mhm. Fantasy sagt mir auch nichts. Nee. Oh, guck mal, mit Joystick kann man hier durch die Welt. Sehr benutzerfreundlich. Mhm. Und dann gibt's, hast du auch Grafik, so eine Mischung aus, ja genau, eine Draufsicht, siehst du rechts und dann, ja, wie nennt man das? Eine 3D-Grafik von der Seite, ne? Ja, so ein bisschen. Ich glaube, das ist hier Shoppen, ne? Da kannst du dann, wenn du in der Stadt bist, kannst du hier dein... Ja, Amory sehe ich da gerade, ne? Oh, ganz okay Meinung, aha. Ja, okay. Heavy on the Magic? Interessanter Titel. Schneider. Ja. Also, den Titel finde ich interessant, aber das Spiel, ne, voll, ging so. Mhm. Sagt mir jetzt aber auch nichts. Hat mich jetzt auch nicht so direkt angesprochen. Wo sind wir jetzt? Heimanwendung. Heimanwendung, ja. Grafik Adventure Creator, hä? Ja. Warum nicht? Positiv. Adventure laufen ohne Generatorprogramm. Speicher des Computers wird gut ausgenutzt. Adventure ist auch in Deutsch möglich. Sehr umfangreiche Befehlssatz. Aha. Also ein Text-Adventure-Creation-Kit, ne? Mhm. Was ist das hier? Ach so. Da kannst du dir angucken, welcher Bericht in welcher Zeitung drin war. Sehr schön, sehr schön. Ja. Interessant. Ach, und die Schuber, wie schön. Ja. Game Maker. Game Maker, das habe ich tatsächlich benutzt. Das fand ich ganz gut. Ja, damit konntest du so kleine, ja, Shooter und so ähnliche Spiele programmieren. Und ich kann mich sehr schön daran erinnern, an diesen Sprite-Editor rechts. Sehr einfach zu bedienen. Umfangreiche Editoren, viele Grafiken und Sound mitgeliefert. Kein Scrolling, Spiele können nicht laden, nachladen. Aha. Also wirklich für sehr kleine, also ein Screen-Spiele, ne? Genau, genau. Aber da habe ich einiges gemacht. Ich habe zum Beispiel ein Spiel mal entworfen gehabt mit einem Doppeldecker, wo du Luftballons, also so Heißluftballons abschießen musst. Ja. Mhm. Hast du das noch? Nee. Und am meisten hat mir damals, nee, leider nicht. Und am meisten hat mir tatsächlich das Erstellen der Sprites Spaß gemacht. Mhm. Das war gut. Newsroom. Leute, daran kann ich mich erinnern. Das ist ja lustig. Ja, an die Grafiken links. Okay. Ja, das ist ja witzig. Okay. Einfach zu bedienen, über 600 Bilder mitgeliefert. Schlechte Druckqualität, viele Diskettenzugriffe, Aufteilung in Panels und komfortable Texteingabe. Ich habe es auch nicht benutzt. Also, 85, 86 war ich Chefredakteur unserer Schülerzeitung. Und da haben wir tatsächlich alles mit der Schreibmaschine geschrieben und auch die Bilder, die wir haben wollten, ausgeschnitten und dann zusammengeklebt auf Artikelseiten, die dann einfach fotokopiert wurden. Also gar keine Hightech-Sachen eingesetzt, weil die einfach zu sperrig waren und es viel einfacher ging mit der Schreibmaschine. Mhm. Und woher kennst du denn das Programm? Das hatte ich, weil ich es mir besorgt hatte, um zu gucken, ob man da nicht mitarbeiten kann. Das Problem war ich weiß auch, woran das Problem war. Ich hatte NEC 10 oder ein Seikoscher. Nee, ein Seikoscher hatte ich damals noch, Drucker. Mhm. Und das Schriftbild eines Drucker damals war nicht so gut wie von einer vernünftigen Schreibmaschine. Das ist richtig, ja. Ja. Printfox. Printfox, ja, ja. Kennst du auch? Kenne ich auch. Unglaublich. Ist echt unglaublich, weil das sind die Sachen, die ich jetzt zum ersten Mal seit, oh Gott, 86 wieder sehe. Hans Haberl, der Autor der beliebten Zeichenprogramms Hi Eddie, legt mit Printfox ein Programm vor, das viele Kenner in Staunen versetzt. Ja, ist ein Textverarbeitungsprogramm. Der Druckmodus zaubert bis zu 1920 mal 1600 Pixel aus Papier. Mhm. Ha, fast Full HD. Ja. Formatierung kompensiert, nur wenige Bilder im Lieferumfang enthalten, okay. Und Printmaster, na?
Nee, das sagt mir nichts. Oh, endlich mal eins, was du nicht kennst. Aber ich denke, im Prinzip ist es auch wieder so ein Setzdruckprogramm, ne? Ja, und du konntest ja Banner und sowas ausdrucken. Mhm. Da gab es ja auch Programme, ne, wo du dann einen Buchstaben auf eine Seite ausgedruckt hast. Und dann genau. Zusammengeklebt. Oder manchmal konntest du ja auch endlos Papier einstellen. Dann hat er halt dir sein ganzes Plakat gedruckt, aber dann halt nur das obere Drittel des Buchstabens, aller Buchstaben auf die erste und dann, ja. Das kenne ich auch noch. Aber das war schön, endlos Papier, das fand ich nett, hat mir Spaß gemacht. Oliver sagt, PrintFox, war das nicht dieses Programm, mit dem die Leute ihre Banner gedruckt haben? Auch. Ja. Mhm. Printmaster hat sich lange gehalten, ich hatte das später für PC noch. Ah, okay, mir sagt das gar nichts. PrintShop, ja, okay. PrintShop kenne ich, also PrintShop Pro kennt natürlich auch irgendwie jeder, ne? Ja, das stimmt. Zum Nachschlagen. Hier sieht man nochmal den. Hier kann man Spiele nachschlagen, ne? Genau, weil in jeder Happy Computer gab es ja auch einen Spieleteil. Das ist ja im Prinzip nur so ein Best-of. Wobei, das müssen wir auch nochmal gucken, ob einfach nur die Artikel rüber transferiert worden sind oder ob sie neu gemacht worden sind. Ich glaube, letzteres. Cool ist aber auf jeden Fall, dass man hier sehen kann, das sind die Tipps und Tricks hier, ne? Ach so. Guck mal hier, die Spiele-Tipps. Stimmt, das sind die Spiele-Tipps, und dann siehst du hier zum Beispiel bei Beachhead ist eine 1,85 irgendwas drin. Mhm. Stimmt. Oder Elite 2,86, das ist natürlich ganz cool. Oder Flight Simulator 9,85. Oh, Fahrenheit 451. Oh, ich glaube, ich muss da nachher mal ein bisschen blättern. Da kannst du drin blättern. Oh ja, schön. Hanse, wunderbar. Tipps und Tricks für Hanse, auch einer meiner Lieblingsspiele. Operation Neptun sagt mir nichts. Das sagt mir nämlich auch nichts. Spin Dizzy hat Dizzy mal ist drin. Alternate Reality. Ah, das ist die Karte wohl dazu. Mhm. Planetfall. Planetfall, steht auch auf unserer Liste. Ja. Das ist Werbung. Bard's Tale. Sehr schön. Ich, Ultima 4. Dragon World. Ganz schön viele Tipps, ne? Oh, jetzt kommen wir zu den Simulationen. Darauf warte ich den ganzen Abend schon. Oh, guck mal. Super, oder? Ja. Ja. Also, Silent Service, ein grandioses Spiel. Und wo wir gerade über Silent Service sprechen, ich möchte jetzt hier an dieser Stelle festhalten, dass ich nicht behauptet habe, dass Alexander an dem Periskop zweimal klicken soll, damit es sich schneller bewegt, sondern ich hatte gefragt, ob er probiert hat, mit der rechten Maustaste zu klicken, ob es sich dann schneller bewegt. Weil das für mit mich. Mit der rechten Maustaste, okay, das probiere ich. Das logisch gewesen wäre. So. Ich glaube nicht, weil mit der rechten Maustaste kommst du bei der Amiga-Version immer aus dem Menü raus. Ah, okay. Ja, dann wahrscheinlich nicht. Also, was mir auch aufgefallen ist bei dem Periskop, du siehst ja, wenn es wirklich das Periskop ist, wenn du getaucht bist, sind hier neben dem Visorteil so zwei Griffstücke. Richtig, ja. Und wenn du auf der Brücke bist, dann ist hier so ein, wie bei so einem Fernglas, so ein Band dran. Genau, genau, das ist das Fernglas. Ja, das genau, ich auch das habe ich schon gesehen. Das sind zwei Unterschiede, genau. Ob du sonst ist ja nicht so, das ist rein optisch, hätten sie ja nicht machen müssen, aber ist trotzdem irgendwie cool. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Ja. Das finde ich auch schön. Auch hier auch rechts, das ist jetzt, glaube ich, ein Atari ST-Bild, dass die Kambüse eingezeichnet ist. Einfach ein kleines, cooles Gimmick, ja. Ja, finde ich auch. Und wirklich fragt, super. Ja, absolut. Leia fragt, EO, schaut ihr noch mal die Hefte an? EO? Schaut ihr noch mal die Hefte an? EO. Google mal, was EO heißt. Ja, ich gebe jetzt bei Google EO ein. Krieg bestimmt nicht viele Treffer. Also, am Donnerstag kommt eine neue Folge von Silent Service bei den Pretty Old Pixel. Und zwar habe ich mich wieder auf eine große Warship Patrol begeben. Und diesmal bin ich nicht direkt vom ersten pissligen Mini-Verband versenkt worden, sondern ich habe es tatsächlich geschafft, einige japanische Frachter auf den Grund des Meeresbodens zu schicken. Und dann müsst ihr mal schauen, was weiter passiert ist. Ist aber eine spannende Folge geworden und wir würden uns freuen, wenn ihr da einschalten würdet. Donnerstag, 19 Uhr geht's los.
Richtig. Und Lea, mein, aber hier, wo, was ist denn das? Wo schaut ihr nochmal die Hefte an? Was war der Link? Cultboy oder was hattest du mir gegeben? Kultmag. Kultmag. Aus Österreich. Ja. Kultmag. Ganz tolle Seite. Ja. Ansonsten auch bei Archive. Dennis sagt, die Amiga-Version ist toll, aber du musst herausfinden, Alex, wie du das Periskop schneller drehen kannst. Wichtig, ja, sonst das ist echt hast furchtbar. Du keine Chance, wenn es abgeht. Ne? Find das mal raus. So ist es. Es ist ja nicht Doppelklick, genau, habe ich auch nie behauptet. Aber das ist genau das Problem gewesen. Eigentlich hätte ich in der Folge, die Donnerstag kommt, versenkt werden müssen, weil ich eine halbe Stunde gebraucht habe, um mein Periskop auf 180 Grad zu drehen, weil der Zerstörer hinter mir war. Und der hat mich nicht angegriffen. Also das war echt ein bisschen skurril. Aber gut, er hat dann büßen müssen. So, und jetzt lass uns mal hier mal reden, warum hier der liebe Boris, den ich ja eigentlich wirklich sehr schätze, ein geht so. Und auch hier der Heinrich. Nur weil da keine Eishockey-Pucks vorkommen, oder warum? Alles in allem ein Spiel, das mich nicht vom Hocker reißt. Wen es nicht stört, auf Japanerjagd zu gehen und sich nur an den spielerischen Elementen von Silent Service zu orientiert, der bekommt eine lupenreine U-Boot-Simulation. Wie wäre es denn mal mit einer zivilen Version, bei der man auf Entdeckungstauchfahrt geht oder Taucher aus einem verschütteten Unterwasserstation retten muss? Ja, danke. Genau. Und was gibt's denn unverfänglicher als Japaner? Hör jetzt auf, komm. Hör auf. Ja. Haben wir drüber gesprochen? Nee, Quatsch, Solofly 2? Hallo? Ja. Solofly 2? Das kenne ich gar nicht. Wie, das kennst du nicht? Nee, ich habe nur Solofly 1. Ja. Es gibt kein Solofly 2. Oder was, doch? Es gibt kein Solofly 2. Das Cockpit sieht anders aus. Sorry, ich muss mal kurz aufstehen und ans Regal gehen. Es gibt kein Solofly 2. Hier, Solofly Second Edition. Wo gibt's das denn nicht, hä? Hier. So, den habe ich hier. Den habe ich jetzt gerade hier vor mir liegen. Ah, das ist der Second Edition. Okay. Genau die habe ich selber, die rote Verpackung. Ja, dann aber fehlt es ja noch ist Teil dann nur 1. Neu auf. Habe ich auch. Ich habe beide. Also ich habe die eine. Das ist das einzige Spiel in meiner Sammlung, was ich zweimal habe. Und ja, zwar nicht einmal wirklich. In dieser Version. Ja, guck mal, da liegen 2 Jahre zwischen der ersten und der zweiten Version. So, geh mal auf die erste von 83. Geh mal dahin. So, das ist eine Version, die ist so ein, zumindest habe ich das in so einem Plastikfolder. Das ist wahrscheinlich die UK- und Deutschland-Variante gewesen. Mhm. Geh mal zu den Cover. Ja, Plastikfolder sieht man jetzt hier nicht, ne? Nee, sieht man leider nicht, ne? Aber ich sehe hier auch schon den Unterschied. Und zwar ist es tatsächlich das Layout des Cockpits. Bei diesem Soloflight hast du mehr Instrumente in einer schöneren Grafik. Hier sieht man auf der rechten Seite. Ja. Und die Version habe ich noch nie gespielt. Das muss ich echt auch mal nachholen. Man ist ein Paketbote. Und das Tolle ist, dass es das erste Spiel war, übrigens von Sid Meier, welches Funknavigation hatte. Das heißt, man hat hier wirklich die Radiostationen mit den entsprechenden Frequenzen. Das nicht, aber das erste. Ja, ja. Das hat er ja nach Spitfire Ace, glaube ich, gemacht, ne? Genau. Das war nach Spitfire. Okay. Also auch ein fantastisches Spiel. So, schauen wir mal. Gibt es hier die Moralkeule? Nee. Na, da ist ja nichts Kriegerisches. Du fliegst Post. Und zwar auch nur in einem begrenzten Gebiet. Wir reden hier über Kansas und ähnliches. Ja? Doch mit der Zeit scheinen die Flugansätze alle sehr ähnlich. Und die Grafik wirft wirklich nicht um. Nein. Hm. Da gibt es zum Beispiel auch gar keine Wolken. Was aber cool war, geh nochmal hoch. Wenn du hochgehst, hast du einen Schatten. Und anhand der Größe des Schattens konntest du zum Beispiel einschätzen, wie hoch oder wie niedrig du bist. Und neben der Funknavigation musstest du natürlich die Flaps bedienen, du musstest das Fahrwerk ein- und ausfahren und du musstest tatsächlich dann die entsprechenden Poststationen dann anfliegen. Und rechts auf der Karte sehen wir auch, also es geht hier wirklich in die amerikanische Provinz. Portland, Kelso, Olympia, Seattle. Gut, Seattle ein bisschen größer. Aber es sind nicht die Megastädte, sondern auch die kleineren Städte. Also ich fand das Spiel richtig cool. Es war mein allererster Flugsimulator und
das Thema hat mich dann echt so angefixt, dass ich dann unbedingt den Flight Simulator dann haben wollte, weil da war es natürlich noch cooler mit der Funknavigation. Ja. Weil da habe ich dann tatsächlich den Kurs abgesteckt mit den Karten, mit dem Geodreieck, mit den Linien schön eingezeichnet, immer zwei Radiostationen angepeilt, sodass ich dann wusste, aus welcher Richtung kommen die Strahlen, um dann, da wo die Linien sich kreuzten, herauszufinden, dass es meine Position ist. Oliver sagt, ach ja, die übliche Moralkeule von Silent Service. Ja, das ja, ist richtig. Das Spiel ist auch indiziert worden. Ja. Ist aber dann wieder runtergeflogen vom Index. Einer der wenigen Spiele, die nicht nach 25 Jahren, sondern viel, viel früher runterkamen. Firak sagt, bei Sid Meier Spielen stirbt niemand, zumindest nicht sichtbar. Naja, Civilization. Naja, nicht sichtbar. Na, sichtbar nicht. Na, die Barbaren, na, ja. Naja, du siehst das zumindest kein Blut, ne? Du siehst zumindest kein Blut und sowas. Das stimmt. Und bei XCOM sieht man auch kein Blut? Nee, bei XCOM. Das ist ja auch kein Sid Meier-Spiel. Nee, die letzten meine ich. Aber du hast recht, das ist kein richtiges Sid Meier-Spiel. Die Remakes, ne? Nee, ich überlege gerade. Pirates sieht man kein Blut. Railroad Tycoon wüsste ich nicht, wo Blut sein sollte. Fields of Glory? Habe ich noch nicht gespielt, kann ich dir nicht sagen. Covered nee, Action, nee, glaube ich, nee, ist auch ich kein Blut. Ich glaube, Blut ist nirgendwo drin. Nee, nee, stimmt schon. Ja. Was ich gut finde, ehrlich gesagt. Finde ich auch gut. Ja, finde ich gut. Ja. Ich schalte das ja immer als erstes aus bei Spielen, ne? Bei Ghost of Tsushima habe ich direkt Blut abgeschaltet. Die Kampfanimation, Todesanimation reichen mir schon. ja. Dennis sagt, Alex, hier. Ja. To increase the rotation speed, hold down the fire button while pressing the joystick over. In Klammern. Moment, ich. Hold down both buttons on the mouse. Also müssen beide Mausknöpfe gedrückt halten. Habe ich dir gesagt? Bei der Amiga-Version. Ja, habe ich dir gesagt. Nee, du hast gesagt, ich soll den rechten drücken. Ich habe gesagt, du sollst beide Maustaste drücken, weil der rechte geht ja aus den Menüs wieder raus, Alexander. Also beide. Okay, vielen Dank. Werde ich mal ausprobieren. Madral sagt, in Bezug auf die bei Sid Meier spielen, stirbt niemand sich bei Airborne Ranger. Muss ich zugeben, habe ich nie gespielt. Und, ist das ein Sid Meier Spiel? Airborne Ranger? Weiß ich nicht. Ich glaube, ja. Jet. Habe ich auch gespielt. Dachte ich mir, dass du das auch gespielt hast. Aber Logic. Ja, ich habe es nicht gespielt. Das Coole bei dem Spiel war, dass du vom Flugzeugträger starten konntest. Mhm. Echt? Das war echt cool. War das die erste, oder? Ja, ich glaube, kann sein, ja. War aber sonst von der Grafik ziemlich mickrig. Also da musste man wirklich sehr, sehr viel Fantasie aber einbringen. Polygonale 3D-Grafik, oder? Sieht zumindest hier so aus. Ja. Und das auf dem C64 mit gefüllten Flächen? Mhm. War nicht so schlecht. Ach nee, ich glaube, hier ist die MS-DOS-Version zu sehen, oder? Das ich glaube auch nicht C64. Wird das hier nochmal irgendwo? Nee, leider nicht. Naja. Kann man nicht schießen bei Jet, oder? Nee. Nein. Tomahawk. Kenne ich auch nicht. Ach, Schneider. Doch, man kann nicht. Im Moment doch. Das sind Dogfights. Natürlich kannst du. Ach, stimmt, Jet. Du hast recht. Ja, du hast recht. Du hast recht. Rigo, jetzt hast du mich hier vollkommen auf den Glatteis geführt. Dem Witterungsverhältnis. Draußen entsprechend. Tomahawk, ja. Sagt mir nichts. Finde ich auch irgendwie nicht wirklich interessant. Interessant finde ich aber, dass es übersetzt wurde. Leertaste zum Weitermachen. Genau, und dass es damals schon eine Spider-App gab im Hubschrauber. ja, richtig. ja. Schneider, okay, cool. Sah gar nicht so schlecht aus. Hier, guck mal, Hanse. Also, tut mir leid, dass ich in der heutigen Folge von einem Monolog ins andere rutsche. Aber Hanse war der Beginn meiner tiefen Liebe in Bezug auf Wirtschaftssimulation und vor allem der Hanse. Seit Hanse ich dachte, Wein. Alles gespielt. Das ist der Winzer übrigens bei Wein. Bei Hanse habe ich alles gespielt. Oder von diesem Genre, was überhaupt existiert bisher. Ich finde es einfach fantastisch, mit Waren zu handeln. Die Karte ist natürlich der absolute Dreck gewesen, aber ab der zweiten Übersicht war das schon ganz gut. Ralf Glau hat die Spiele ja, glaube ich, geschrieben. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan, weil es auch wirklich so back to the roots ist. Es ist recht einfach, es ist nicht so überladen. Und das finde ich auch ganz praktisch. Ja.
Also tolles Spiel, auch wenn hier die Grafik, der Sound und die Happy-Wertung mit 29 nicht so gut ausfällt und ich wette mit, ja, gut. Leute, Klassiker nicht zu entdecken. Ja, genau, da wird gleich abgewertet. Armutszeugnis für den Berufsstand des Journalisten. Ja, tja. Aber guck mal hier. Heini empfiehlt Mule, auch nicht schlecht. Ja. Hastor und Scallop sind auch deiner Meinung. Finden Hanse beide toll. Dennis sagt Hanse, Kaiser, Mitte. Moment, jetzt verrutscht. Tolle Klassiker auf dem C64. Und Oliver sagt, die Wertung hätte ich um Mitte 70er bis 80er gesetzt. Mhm. Ja, ein Spitzentitel war es nicht von der Wertung, bin ich bei euch. Vor allem, weil es halt auch so zwei fiese Tricks gab, um die gesamte KI zu killen, die ich aber nie ausgenutzt habe. War Hanse nicht auch eins der Spiele, was man mit mehreren lieber gespielt hat, wie Kaiser auch? Kaiser ja, aber bei Hanse kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich das im Multiplayer gespielt habe. Ich habe Hanse, glaube ich, nie so richtig gespielt. Ich weiß es nicht mehr. Nee, kann ich leider nicht beantworten, die Frage, ob das ein Multiplayer-Spiel ist. Bastian sagt noch, Hanse und Kaiser haben wir oft früher gespielt. Zu mehreren echt super gewesen. Ah, okay. Mhm. Ja. Ja. Okay. Da ging halt richtig Kopfkino los, finde ich, bei dem Spiel. Das war eins der Spiele, wo man sich dann wirklich vorstellen konnte, wie die Kogge durch stürmisches See den Hafen anläuft und die Piraten knapp einen verpassen. Sehr schön. Refs, auch sehr schön, scharf in die Kurve. Das war meiner Meinung nach einer der ersten ernsthaften Formel-1-Simulationen, die es gab. Vor allem, weil die eine Strecke, glaube ich, tatsächlich also das ist Silverton, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine Strecke, die hier wirklich simuliert wird. Anders als bei anderen Spielen, wo man ganz viele Strecken hat, gab es, glaube ich, nur eine Strecke. Das kann ich euch aber auch sofort beantworten. Moment. War das nicht schon Grammond, der das gemacht hat? Der später dann auch die F1 Grand Prix Spiele gemacht hat? Ich glaube, ja. Weiß ich nicht. Aber hier, Maps of Silverstone and Branch Hatch. Okay. Das sind zwei Maps dabei. Also zwei Karten. Mhm. Und cool, ich kann hier an einem Gewinnspiel teilnehmen. Yeah. Cool. Win a trip to the Monte Carlo Grand Prix 1986. See inside for details. Ich glaube, da kannst du nicht mehr mitmachen. Ah, schade. Oliver sagt, Refs ist die einzige Rennsimulation, die ich je gespielt habe und auch mochte. Ja, ist bei mir ähnlich. So, jetzt kommen wir zu den Billigspielen. Go for Gold, for the Gold. Och ja, ja. Also Bogenschießen fand ich ganz lustig bei dem Spiel. Ja, aber für 10 Mark? Ja, kannst doch nichts falsch machen. Nee, guck mal hier, die sind auch begeistert. Ja, war echt ganz gut. Ich bin eher so ein Track-and-Field-Fan gewesen. Das fand ich irgendwie netter. Also ich war auch kein Daley-Thompson-Fan oder so. Und Go for the Gold, ja. Ich fand halt das Bogenschießen ganz cool, weil es nicht so viele Sportspiele gab, wo es das als Disziplin gab. Mhm, das ist richtig. Omnia One Simulator, der scheint ja nicht mehr, der sieht schon nicht mehr so simulationshaft aus. Also, wenn du jetzt Refs daneben legst, ja, dann würde ich sagen, liegen ungefähr 10 Jahre dazwischen. Ja. Ist auch nicht so gut angekommen. Speed King, genau das gleiche nochmal, ne? Aber ein bisschen besser scheint das zu sein. Ja. Es war alles nichts für mich. So, Kickstart. Da hatten wir doch gerade die Werbung gesehen. Für Kickstart. Stimmt. Ein ganz nettes, interessantes Spiel, wenn man sich für Motorräder und für Motorbikes oder wie nennt man die Crossräder interessiert. Sagen wir mal so, meine Eltern haben mich bestochen und gesagt, wenn ich auf ein Motorrad verzichte, zahlen sie einen Führerschein und da mussten sie eigentlich gar nicht so viel überreden. Ich habe dann sofort zugeschlagen. Ah ja, sehr gut. Also Motorräder, Ghostbusters, sehr schön. Was ist das denn für ein Spiel hier? Wie oder was? Ist das nicht ein Film mit diesen Aliens, die Raptoren? Warner Brothers 1984. Ja, das war ein Film.
Jetzt wissen wir auch, wo diese Querdenker Ach, hör bloß auf. Tatooine oder wie die heißen, das sind die. Das war eine Serie, sagt hast du. Ah, okay. Okay, cool. Thrust. Wie die Außerirdischen, ja, genau. Ah ja, Thrust. Ein sehr interessantes, cooles ja, Spiel. Das stimmt, das habe ich auch gespielt. Und auch von der Physik her. Mhm. Ne, wenn du diese Kugel da abgeschleppt hast, dann durftest du nicht, dann durfte die Kugel nicht ins Panel geraten, dann hast du verloren. Richtig. Das Actionspiel des Jahres unter den Billigspielen heißt Thrust. Ja, das macht aber auch überhaupt nicht den Eindruck eines Billigspiels. Also. Nein, nein, nein. Sehr gut. Rest der Welt. Jetzt bin ich Alter Ego. Ah, okay. Ach ja, total überschätzt. Aber ich kann mit diesem Psycho-Zeug, glaube ich, insgesamt ich auch nicht anfangen. Vielleicht liegt es daran. Ja. Cool war ja, dass es zwei Versionen gab, ne? Eine für Männer und eine für Frauen. Richtig, aber auch nichts für mich. Oliver sagt noch, wie das Spiel war ziemlich mittelmäßig, aber die Hauptfigur war dafür cool animiert. Na, immerhin, dann hat er ja schon mal wenigstens so ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Das fanden die beiden ziemlich cool hier wohl. Aha. Mhm. Travel Pursuit. Ja, ist ganz cool. Ich habe es letztens mal eingeschmissen und bin gnadenlos untergegangen, weil diese Fragen zu Pop und Kultur und Film und Sport, da hat man keine Chance mehr, die hinzubekommen. Ich habe Travel Pursuit, Der Preis ist heiß und Glücksrad als C64-Version. Die sind in so gelben, ja, so groß wie eine 5,25 Zoll Diskette in so Pappumschlägen. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Billigversionen sind oder ob die wirklich so rausgekommen sind. Aber die habe ich auch. Ich glaube, Der Preis ist heiß oder so. Dafür habe ich in der Kryoflux-Folge benutzt. Okay. Gut angekommen zu sein. Ja, ja. War halt auch eine starke Marke. In den Mitte der 80er war Triple Pursuit, ich glaube, das gab es in jedem Haushalt. Das war Standard-Weihnachtsgeschenk. Und ist auch ein tolles Spiel. Diesen Karten wertig hergestellt und macht echt Spaß mit einigen Personen. Aber wie gesagt, das war schon unspielbar und ich befürchte die Brettspielfassung, die ich noch habe aus den 80ern, dass meine Kinder und meine Frau damit nichts anfangen können. Also ich finde das immer lustig. An Silvester zwinge ich alle Freunde, die bei uns zum Silvesterfeiern gekommen sind. Jetzt kommen sie ja nicht mehr, weil sie mit mir keine Lust mehr haben, Travel Pursuit zu spielen. Ich habe die immer gezwungen, meine Version, die auch von 88 ist, zu spielen. Und da hat jetzt inzwischen echt keiner mehr Lust zu, weil das immer wirklich solche Fragen sind wie, keine Ahnung, welcher österreichische Schauspieler gewann 1988 den Grünen Blumenpreis in Paris oder so. Also solche Fragen, wo du wirklich, keine Ahnung, da kannst du nicht mal raten oder so, also total verloren. Und das ist bei das meiner zieht sich dann Ausgabe, leider auch so. Das zieht sich dann, ne? Bei meiner Version ist noch eine Frage dabei. Wer drang 1946 gewaltsam in die 46. Etage des World Empire Buildings, des Empire State Buildings ein? Es war ein Flugzeug, der da rein abgestürzt ist. Das würde man heute rausnehmen, diese Frage, ja? Ja, genau. Nee, nicht wegen so alt, sondern wegen 9-11 schon, ja. Also das ist, das hat in einem Unterhaltungsspiel nichts mehr zu suchen. Ja. Gut, dann lass mal weiter. Hacker 2. Wunderbar. Ja. Haben wir ja mit Steve Cartwright drüber gesprochen. Ja, warten wir immer noch auf ein Replay von dir. Ja, das stimmt. Es spielt sich ganz anders als Hacker 1. Beide würde ich ja dem Genre Adventure zuordnen. Mehr und das hier ist tatsächlich ein Stealth-Spiel, weil es geht wirklich darum, dass man nicht erwischt wird und man spielt den Roboter, den man hier auf der linken Seite sieht, der ferngesteuert in einer anderen Station, in einer Wissenschaftsstation vom Feind ist. Und man sieht nur über Videokameras und über Karten die Umgebung und muss dann zum Beispiel abpassen, dass dort keine Wache vorbeikommt. Und das wird dann auch alles auf Band aufgenommen. Da sieht man hier Tape und die Sekunden. Mhm. Und dann weiß man genau, wie lange eine Wache zum Beispiel braucht, um einmal um den Block zum Beispiel zu gehen, um dann zeitig mit dem Roboter zum Beispiel von links nach rechts durch die Tür zu fahren über den Flur. Mhm. Vom Spielprinzip ziemlich cool und wird definitiv ein
ein Replay werden, damit wir auch die Hacker-Serie dann abschließen können. Vielleicht machen wir dieses Jahr noch. Ja. Oliver sagt, würde Trivial Pursuit nicht als Trinkspiel funktionieren? Stelle ich mir lustig vor bei Fragen, wie der Friseur von Maggie Thatcher hieß oder sowas. Ja, genau. genau solche Fragen sind das. Das würde, glaube ich, gut funktionieren, wenn man aber viel Alkohol konsumieren würde. Das ist ja das Verrückte. Ja, das ist wirklich das Verrückte. Und Leia fragt, ist das wie Spy vs. Spy? Nee. Nein, nee, was ganz anderes. Ja. Aber ist auch ganz gut angekommen. Mindwalker. Okay. Kenne ich nur vom Titel. Ich glaube, mir war das damals zu abgefahren. Kostenlose Beigabe. Ach, das war das Spiel, was wir eben hatten. Oder? Mhm. Das war die C64-Version. Hieß das nicht auch irgendwas mit M? Ich hatte doch eben bei irgendeinem Spiel vorgelesen, übrigens, die C64-Version hat als kostenlose Beigabe das Spiel. Und ich dachte, das wäre jetzt dieses Spiel, aber das war was anderes. Wo lag es denn bei dem Amiga? Da kann ich mich nicht dran erinnern. Jedem Amiga liegt ein tief psychologisch angehauchtes Actionspiel bei, das mit tollem Sound und netter Grafik aufwartet. Okay, das habe ich nie Grafik. Gespielt. Das lag bei mir nicht bei. Aber wahrscheinlich hattest du da eine andere Version vom... Gab ja unterschiedliche, glaube ich. Ja. Ach, Corona wieder Rift. Ein Highlight von LucasArts. Mhm. Wunderbares Spiel. Ich glaube, das kam nach Rescue on Fractulus. Und das spielt diesmal nicht auf einer Planetenoberfläche, sondern unter Wasser. Mhm. Richtig. Und du musst dort, ich weiß nicht mehr, was man da machen muss, aber ein sehr interessantes Spiel und da wird es auch irgendwann mal ein Replay zu geben. Ja, fand ich auch interessant. Vor allen Dingen die Grafik für damals fand ich saucool. Ja. Und auch die Wertungen sind super. Ja, die Wertungen sind super. Mercenary, hattest du schon mal angerissen, ne? Finde ich auch genau, super. Ist super, aber ich glaube, es ist nicht mehr so gut spielbar, diese Art von Spielen, im Gegensatz zu Coronis Rift, glaube ich. Ich glaube, das mit dem Drahtgitter, ja, das ist noch so viel Spaß. Damit habe ich grundsätzlich Probleme gehabt. Hm. Aber die anderen Teile haben das nicht mehr, oder? Also Teil 3 auf jeden Fall nicht mehr. Ja, ich habe nur 1 gespielt. Okay. Also dieses Jahr. Ja. Gespielt habe ich keinen von den dreien, aber ich fand die interessant und habe auch immer versucht, da zumindest die Amiga-Version mal zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, gibt es erst nur von 2 und 3. Und der dritte heißt ja auch nicht mehr Mercenary, glaube ich, sondern Damokles oder so, keine Ahnung. Stimmt, ja. Aber ja, ich habe die nur in so einer Sammlung jetzt, für mich reicht das. Oliver sagt, Coronas Rift war klasse, wobei 91% schon sehr hoch angesetzt sind. Etwas hoch angesetzt, okay. Ja. Auch beide super. Na Mensch. So, C5 hier. Trading Company. Ja, das wird definitiv ein Replay. Ein sehr witziges Spiel, wo man zunächst einmal seine Besatzungsmitglieder auswählen muss. Man hat dann auch immer so die Personalakte und weiß dann über den Roboter oder über die anderen Personen alles und muss dann bestimmen, ob man sie anstellt und auf welche Position man sie nimmt. Also ob man die als Steuermann nimmt oder als Maschinenmann. Und da muss man dann Abenteuer bestehen. Also im Prinzip Planet's Edge, was du gespielt hast, nur 30 Jahre vorher. In einer sehr witzigen Grafik. 30 Jahre vorher? Musik. Na, 86 und jetzt wann kam Planet's Edge? 90. Ah ja, okay. Dann echt? Ja, okay. 91, okay. Irgendwie so. Ja. Also das Spiel fand ich ziemlich cool. Und da freue ich mich drauf, das auch mal anzufassen. Damals habe ich nicht gewusst, was ich machen muss, aber jetzt habe ich ja die Anleitung. Sieht auch danach aus, als müsste man dafür eine Anleitung haben. Ist auch ganz okay. So, das ist jetzt ein Spiel, da müssen wir ein bisschen länger. Vielleicht lesen wir da auch einen Artikel durch. Ich sag dir warum, Selma. Das Spiel ist von FLT, Faster Than Light. Es ist das Erstlingswerk. Und das nächste Spiel von denen war Dungeon Master. Mhm. Und in diesem Spiel geht es, dass du ein Raumschiff hast mit 1000 Credits und dann Aufträge bekommst. Und dass du dann hier steuern musst, wo wer sich hinsetzt, was er da machen muss, etc. Und das fand ich so toll. Das war, diesen Artikel habe ich als Kind und Jugendlicher 100 Mal gelesen, weil ich es so fantastisch fand und hatte immer drauf gehofft,
dass es auch mal für ein Amiga rauskommt. Oder für ein PC. Ist es aber nie. Nee. Es ist leider nur für ein Atari rausgekommen. Auch nicht für ein Apple II? Das weiß ich nicht. Kannst mal gucken. Und das ist eins der Spiele, die ich unbedingt irgendwann mal spielen muss. Und da würde ich auch doch, den Atari... Doch, für Apple II ist es zuerst rausgekommen. Ah, okay. So, und da würde ich notfalls auch eine Atari-Version spielen. Wobei, ich nehme das mit notfalls weg, weil ich glaube, die Atari-Version sieht schöner aus. Auf jeden Fall. Ja, ist ja auch 2 Jahre später gekommen, ne? Ja, schon dieses Raumschiff fand ich einfach total geil in diesem Querschnitt. Starting Location, das ist dann die Planetenoberfläche. Guck mal, ist hier die Enterprise gelandet? Also, das Spiel gehört zu den Spielen, die ich irgendwann wirklich unbedingt mal spielen muss. Mhm. Ich glaube, so ein Spiel hat jeder irgendwie, ne? Was er so in der Zeitung 100 Mal gelesen hat und sich immer gewünscht hat zu spielen und dann nie gespielt hat. Ja. Ich kann das nachvollziehen. FTL hat ja sowieso nicht so viele Games gemacht, ne? Nein, total überschaubar, ne? Die waren ja nicht auf Spiele spezialisiert. Ach, guck mal, das nächste war gar nicht Dungeon Master, sondern Oiz. Ist das rausgekommen? Ja, tatsächlich, okay. Aha. Sieht auch irgendwie interessant aus. Sieht ja aus wie Trust. Ein bisschen, aber mit hier, guck mal. Kannst ja aussuchen, wo du spielen willst. Also FTL war eigentlich, oder ist sogar noch, ich glaube, die gibt es noch selber, die sind noch nicht bankrott, Hersteller für Software. Ah, okay. Und haben die Spiele nur nebenbei gemacht. So. Ich guck mal gerade. Was ist das denn, Leid? Dann kann ich auch mal vorlesen, was Oliver sagt. Oliver sagt, ja, das ist mal geil. Ich kannte das gar nicht. Aber das Spiel... FTL Faster Than Light, welches scheinbar ein sehr ähnliches Konzept hat. Und die Entwickler nennen das Spiel, wie der Publisher von Sundog heißt. Ja, das stimmt. Ja, FTL, das aktuellere Spiel, FTL hat auch so ein bisschen dieses Konzept, dass man Crewmitglieder irgendwo hinschicken muss und dafür sorgen muss, wenn man gebordet wird und Feuer bekämpfen muss und Raumschiffe bekämpfen muss. Ja, stimmt, so ein bisschen. Zumindest diesen Teil, ne? Dieses hier eher weniger, aber ja, stimmt. Und er sagt, ja. Oiz war einer der wenigen Exklusivtitel für den Atari ST. Ist auch ähnlich wie Thrust. Ja, hattest du recht. So, gut. Dann. Während du guckst, gehe ich mal zu... 1996 aufgelöst, okay. Ja. Gehe ich mal zu Tau City. Tau City. Oh ja, das ist auch ein cooles Spiel, wo du in 3D... über eine Planetenoberfläche dich bewegen muss und ich weiß nicht, was du da machen musst. Habe ich nie verstanden, aber ich fand das Spiel immer sehr interessant und das ist auch wieder eins der Spiele, die auf meiner Watchlist stehen. Mhm. Vor allem sind hier die Flächen ausgefüllt und nicht wie bei anderen Spielen. Sind. Bei Mercenary. Ich glaube, ich erinnere mich dran. Ich glaube, das hier waren Sprites. Ja. Oliver sagt, Dungeon Master Teil 3 steht nicht in der Liste. Der kam nur in Japan für das Sega Saturn unter dem Titel Dungeon Master Nexus raus. Auch unter dem FTL-Label. Aha. Ja, wahrscheinlich hat das noch keiner eingepflegt. Tau City habe ich sehr gemocht. Das wurde auf dem C64 von John Twiddy entwickelt, der später Last Ninja programmiert hatte. Ja, super. Sieht sehr, sehr interessant aus. Ist Hast du das? Nee, leider nicht. Wie gesagt, Watchlist. Okay. Also das ist ehrlich gesagt das einzige 3D-Spiel, also in der Art, was Thriller gab es zum Beispiel auch, was so ähnlich ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das spielt auch auf einer Kolonie und da gibt es ein Problem in den Gebäuden, dass es da einen zu hohen Druck gibt und du musst dann einen Bohrer ansetzen. Also auch so eine 3D-Welt, in der du kriegst und musst dann Löcher bohren, damit der Druck abgelassen wird. Ja, super Teil. Ja, das können wir uns sparen, glaube ich, oder? Ja, Samantha Fox. Kommt hier auch nicht so gut an. Nee.
Die wirren Pixelkolonien, die sich da in Schwarz-Weiß auf dem Bildschirm niederlassen, stimulieren nicht in geringster Weise. Das. Wizardry. Ja. Aha. Aber nicht das Wizardry. Ja. Tja. Mhm. Ist auch Dungeon und so weiter. Das sieht gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ja. Ja. Schauen wir mal. Wo ist denn die Wizardry Games? Nee, du hast recht. Das gehört da so nicht ist zu. Ist was, ne? Anderes. Hat nichts mit der Firma, und? Wie heißt es, Certec zu tun, ne? Nee, mit Certec, Ist das nicht Certec? Doch, doch, ne? Doch. Genau, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Nee, nee. Nee, guck mal. Du hast recht, das ist was anderes. Hätte mich auch gewundert, weil Wizardry sich ja wirklich dadurch auszeichnet, dass du eine Party hast. Das stimmt, ja. Aber ich dachte, vielleicht ist das so wie das. War das nicht? Gab es nicht ein Ultima für eine Konsole, wo man auch nur einen gespielt hat? Ah, ich weiß es nicht mehr. Da fragst du die Falschen. Zoids. Ja, keine Ahnung. Klingt irgendwie lustig und sieht auch so ein bisschen interessant aus, muss ich sagen. Obwohl ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was da auf dem Screen zu sehen ist. Um eine ferne Sonne kreist der Planet Zoidstar, der von Jahrhunderten von Zoidianern bewohnt wurde. Diese waren ein kriegslustiges Völkchen und bauten Riesenkampfmaschinen, die Zoids. Aha. Damit eroberten sie zuerst die Planetenoberfläche des Planeten und griffen dann nach anderen Sternensystemen. Hm, klingt gar nicht so schlecht. Mhm. Oliver sagt, Zoids das überbewerteste Spiel der Happy Computer Ära. Okay? Okay. Was stimmt damit nicht? Starkiller. Ja, gut. Also, Amiga auf dem C16, den zum Bit zu 8000 und kostet 379 Credits. Gibt es aber nur auf einer Diskette. Da hat wohl jemand Deluxe Paint ausprobiert, was? Ah, nee, oder Paint ausprobiert. Ja. Ja, und da sieht man schon den humorvollen Einschlag, den die Jungs hatten. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass sie alles immer relativ locker genommen haben, auch wie sie geschrieben haben. Und das passte natürlich nicht zu den seriösen Journalisten der Happy Computer, die in den Büros drumherum saßen. Mm. Vor allem waren die wohl auch immer laut beim Spielen. Mm. Wenn dann einer dann einen Bericht schreibt über irgendeine tolle Festplatte, dann ist er angenervt, ja. Oliver sagt, das Einzige, was an dem Spiel anspruchsvoll ist, ist die Steuerung. Oh ja. Okay. Ah, gut. Ja, haben sie sogar extra Bildschirmfotos gemacht. Mhm. Die Steuerung ist auf den ersten Blick sehr interessant, unter der Haube aber eine Katastrophe. Darunter wartet ein billiges RTS-Konzept. Ja, okay. Okay. So, was kommt jetzt? Grafik. Witcom 64. Nee, sagt mir gar nichts. Auch nicht. Gab's auch nur auf Kassette, okay. Geopaint sagt mir natürlich was. Ja. Das war ja bei Geo dabei. Genau. Ja, diese 3D-Benutzeroberfläche. Hi Eddie haben wir vorhin drüber gelesen. Das ist der auch PrintFox gemacht hat. Ja, aber das kenne ich nicht, das Programm. Ich kenne es, glaube ich, nur von diesen Screenshots, aber in echt nie selber gesehen. Gut, Geo-Paint. Ja, ja. Leicht zu bedienen. Was ne, Diskettenzugriff dauert sehr lange. Kein Film mit Muster. Funktion recht langsam. Ah, ja, okay. Paintworks, ja. Hand aus, kenne ich aber auch nicht. Nee, war auf dem ST. Das kenne ich auch nicht. The OCP Art Studio. Oh. Gut, interessant, dass es das auch halt für den Schneider gab, ne? Und für ein Spektrum. Ja.
Die anderen waren alle nur für den Amiga. Die Musik von Solz war allerdings super, sagt Oliver. Ah, immerhin. Oh, jetzt sind wir ja auch schon beim Musikprogramm. Elektrosound. Elektrosound. Nee, sag mir gar nichts. Hast du musiziert auf dem 64er oder auf deinem PC? Mit dem Lautsprecherbox? Ja. Also, was heißt ja? So ein paar Sounds halt versucht zu machen. Ich hatte irgendwann mal so einen Mod-Tracker später dann. Damit haben wir schon einiges gemacht. Also auch einige Mod-Musikstücke, aber so richtig, nee. War dann mehr bei analogen Musikinstrumenten. Mir hat das alles zu lange gedauert am Computer. Beim analogen konnte ich halt das Musikinstrument in die Hand nehmen und Musik machen. Und hier muss ich dann erst, Moment, hier eine Spur, hier ein Kanal, dann eine Note, wie lange will ich die haben? Und ach, das dauerte mir alles zu lange. Und auch Noten über die Tastatur zu spielen, es war irgendwie einfach nichts für mich. Nee, weiß ich auch nicht. The Music Shop sagt mir auch nichts. Ich habe immer neidisch diese Anzeigen gesehen, wo so eine Klaviertastatur über den 64er draufgelegt wurde, aber ich hatte nie eins. Oliver sagt, bitte? Ich bin auch unmusikalisch, vielleicht liegt es daran. So, was sagt Oliver? Oliver sagt, OCP Art Studio war schon ein sehr gutes Tool für den C64. Das wird wohl stimmen, wenn Oliver das sagt. Diese Musikstudio, das sieht schon mehr wie so ein, ja. Wie schon ernsthaft. Notenzeichnungsprogramm, ne? Ja, ja. Saubere Trennung einzelner Teile. Eigenwilliges Taktverhalten. Druckparameter nicht einstellbar. Aha. Englische Anleitung etwas knapp. Advanced Music Studio Systems. Also ich habe da auch nie eins von benutzt. Hier, guck mal, für den Amiga sieht es gleich anders aus. Instant Music, aber das kenne ich auch nicht. Er sieht auf jeden Fall schon interessanter aus, ist auch teurer. War es das? Guck und mal. Die Werbung. Murder on the Mississippi. Oh, hier mit so einem niedlichen Derringer. Sehr schön, sehr schön. Ach ja. Zwei Schuss, aber die müssen zählen, ja. Was ist das denn? Die Erbschaft? Das kenne ich auch nicht. Panik in Las Vegas? Infochrom. Ja. Gut. Alles Roulette. Ach, das war die letzte Seite. Das war die letzte Seite. Okay. Dann nehme ich mir nochmal. Guck mal nach. Tatsache. Das gibt's als Spiel? Ja, ich dachte auch, das wäre irgendwie ein Scherz. Oliver sagt auch, die Erbschaft war von Infograms, ja. Hat aber eine komische Grafik, oder? Ein Adventure in der Ego-Perspektive. Ja. Nee, das wäre nichts für mich gewesen, glaube ich. Das kommt mir bekannt vor. Das hier? Dieser Sack. Ich sag, nee, davor, das mit dem Sack und die Sachen reintun. Ich glaube, ich habe das mal gespielt. Aber ich habe da keine bleibende Erinnerung. Ich erinnere mich halt nur an diesen Sack. Ich hätte gedacht, die Gesichter hinterlassen eher einen bleibenden Eindruck. Nee, der Sack. Oliver sagt, das war nicht besonders gut. Da fallen die Figuren alle zufällig im Spiel vorkamen und man auch Glück brauchte, um es durchspielen zu können. Ah, okay, ja, das. Ich finde, die Figuren sind unglaublich hässlich. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Gut. Gut. Damit hätten wir die, ja, eigentlich zweite Sonderausgabe der Happy Computer abgeblättert, durchblättert. Ja, eine kurze Frage jetzt aber. Wie viel ist denn hängen geblieben von den Informationen zur Fernsehserie Computerzeit?
Die sind ja nicht besonders gekennzeichnet, also kann ich das schlecht beurteilen. Vielleicht ganz viel, vielleicht ganz wenig, man weiß es nicht, ne? Ach so, also ich dachte, da wäre irgendwie so eine Rubrik oder ähnliches, auf die ich jetzt eigentlich die ganze Zeit gewartet habe. Meinst du, das ist dann zu den einzelnen Spielen, die dann in der Computerzeit dann vorgestellt wurden? Ich weiß es nicht. Also ich habe Stimmt mich nur schon. gefragt, ob das überhaupt enthalten war. Ja, nee, wäre mir jetzt so auch nicht. Ich habe auch nicht das Logo gesehen Nee, von ich der auch Computerzeit. nicht. Ja, meinst du in der Inhaltsübersicht? Weiter runter. Nein. Nee. Da ist nichts. Da ist nichts. Interessant. Also Selma, wie war dein erster Ausflug in die Happy Computer? War nicht so schlimm, oder? Dass sie so alt ist? Nee, war nicht so schlimm. Sind ja schon ein. Ich muss ja auch zugeben, dass ich C64 ist jetzt nicht meins und dann auch schwer einschätzen kann, wann welches C64-Spiel rausgekommen ist, anhand der Grafik oder der Technik. Das fällt mir bei Amiga oder PC-Spielen schon wesentlich einfacher. Von daher fand ich es gar nicht so schlimm. Ist aber jetzt nicht so, dass ich sagen müsste, ich müsste jetzt die nächsten 10 Monate alle 2 Wochen eine Happy Computer durchblättern. Das nicht, aber in den nächsten 10 Monaten noch mal zwei, das glaube ich schon. Ja, da können wir auch noch mehrere. Also wir können jetzt erstmal als nächstes machen wir wieder eine ASM und dann gucken wir mal weiter, ob wir dann wieder eine Happy Computer machen. Weiß ich nicht. Ich tue mich manchmal halt so ein bisschen schwer damit, diese C64-Spiele einzuschätzen, weil ich, Ja. ja. Aber nochmal, je weiter wir jetzt nach in die Zukunft gehen, wird der 64er nicht mehr die Lead-Plattform sein. Wir haben hier jetzt schon die ersten Amiga und Atari ST-Spiele, was ja logisch ist, das ist 86. Der Amiga ist ja, glaube ich, 85 rausgekommen, wenn ich mich recht entsinne, oder? Nee, Ja. 85, 86, der Tausender, ne? Meine schon. So, das heißt, dass jetzt natürlich die Anzahl der Spiele für dieses System massiv steigen wird. Ich bin sicher, wenn wir in die nächste Happy Computer gehen oder in die übernächste, dass wir dann auch Spiele wie Dungeon Master sage ich schon, da auch, aber vor allem Defender of the Crown und ähnliches kommen. Also Ja, löse da ich bin ich mal ein mal bisschen, gespannt. dass es zum 64er ist. Also Jetzt es war ja. jetzt viel, sehr viel C64er, CPC und so Klar, weiter. 86 Sagen wir Hochzeit. 8-Bit-Computer, sehr viel Genau. 8-Bit-Computer. So, und weil wir genau an der Generationsschwelle sind, und ich gehe mal davon aus, dass wir, wenn wir die Happy Computer von, keine Ahnung, 88 uns anschauen oder 89, dass da die anderen Systeme viel mehr Vorrang haben und Ja. dass da gar keine Standard-CPC-Spiele mehr da sind. Ja. Deshalb lass uns mal schauen. Ich bin mal gespannt. Ja, denke ich auch. Schauen wir uns mal das weiter an. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Leia hat es zumindest gefallen. Er sagt, schöne Folge, das freut mich oder freut uns natürlich, dass es Ja, dir freut uns gefallen sehr. hat. Ansonsten, Alexander, du hast ja schon berichtet, dass es Donnerstag weitergeht, dass du dich von einem Zerstörer becheaten lässt, sozusagen. In der Tat, der unfähige Zerstörerkommandant hat nichts anderes verdient, als so zu sterben, wie er gestorben ist. Ich werde morgen und am Freitag mit F-19 Stealth Fighter diesmal wirklich versprochen in die Luft gehen. Die letzten Du hebst zwei, mal ab. ja, die letzten 2 Folgen waren ja sehr viel Grundlagen, aber ich denke, gerade bei dem Spiel, wo ich überrascht war, dass es doch eine unglaublich hohe Komplexität hat für etwas, wo ich dachte, was ein F-15 in langsam ist. Ja, war ich sehr überrascht und habe mich sehr gefreut, dass es dann doch so komplex ist und ich das mit euch teilen konnte. Die gibt es dann am Mittwoch und am Freitag. Und am Am Montag. Wochenende hoffe ich, dass wir zusammen das Abschlussgespräch zu Jagged Alliance aufnehmen. Okay. Und vielleicht machen wir gleich dann auch noch Planet's Edge hinterher, weiß ich noch nicht. Also ich denke, ich werde jetzt nächste Woche da nochmal beigehen. Ich habe schon die Charaktere neu ausgewürfelt, wieder mal. Und hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser vorangeht. Ansonsten werde ich, glaube ich, dann langsam die Flinte ins Korn werfen. Weiß ich nicht, ob ich dann nochmal Lust darauf habe, da weiterzuspielen. Wobei ich sagen muss, es ist ähnlich wie bei Wales Voyage. Die Story und so weiter, das
zieht mich schon rein. Die Steuerung ist nicht so schlimm wie bei Wales Borage, also davon mal abgesehen. Aber ich habe das Gefühl, das Balancing ist auch irgendwie, weiß ich nicht, ist nicht gut gelungen. Also es ist natürlich ein bisschen offener wie Wales Voyage und du weißt immer anhand daran, dass du von den NPCs platt gemacht wirst, dass du hier noch nicht hingehörst. Das war früher halt so, aber bei so einem riesen Sternensystem ist es schon relativ schwer rauszufinden, wo du hingehörst. Und wenn du dann in die Komplettlösung guckst und weißt, okay, da musst du als erstes hin und fliegst dann dahin, wo du als erstes hin solltest, laut Komplettlösung, und da immer noch platt gemacht wirst, ach, Mando, ja, Rollenspiele waren früher halt schwer, aber ja, das ist dann, ich glaube, da bin ich dann zu alt für. Ja, ja. Aber es ist ein gutes Stichwort, weil am Montag wird es dann auch wieder weitergehen mit Wales Voyage. Da bin ich tatsächlich in die Zielgeraden eingebogen. Da ist nicht mehr viel von der Story. Hast du den Vibrator gefunden? Den habe ich noch nicht angefangen zu suchen. Ach so. Ich werde jetzt erstmal wieder zurückfliegen auf die eine Station, wo die Piraten sind, um weitere Informationen über meine Zielperson zu bekommen, weil er nicht mit mir kooperieren will. Und da hoffe ich mir doch mal einen Tipp zu bekommen, was ich weitermachen soll. Das ist schon ziemlich linear. Aber ich habe den Ehrgeiz jetzt entwickelt, das Spiel tatsächlich durchzuspielen. Wir sind jetzt bei der Folge 11 und normalerweise haben wir ja etwa 10 Folgen mit Anschlussgespräch und Vergleichsversionen. Aber dadurch, dass ich so weit gekommen bin, habe ich mir gedacht, komm, das ziehst du jetzt durch. Ja. Das heißt, da werden nochmal 2-3 Folgen kommen, bevor das Abschlussgespräch kommt. Und dann haben wir, glaube ich, das Spiel durchgespielt. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Das haben wir nicht so häufig. Bei Uninvited haben wir es ja geschafft, aber nur wegen dem Tag. Das war ganz cool. Und ich finde das immer ganz schön, wenn es dann einen Endpunkt gibt. Ja, finde ich auch. Also ich hoffe, dass ich im Stream dann auch noch Jack the Lions irgendwann mal zu Ende spiele. Also ja, aber das sind halt bestimmt auch ein paar Abende. Und wenn wir mal wieder nichts zwischendurch haben, dann hole ich mal die Tage wieder Jack the Lions raus. Mir juckt schon wieder so ein bisschen in den Finger. Ich hätte schon mal gewusst, aber ja. Okay, Dennis hat's gefallen und Cherevo hat's auch gefallen. Das freut mich. Dann würde ich sagen, habt eine schöne Woche, macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Du warst jetzt abgehakt, sag's nochmal. Tschüss. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.